begrüße euch, Sie, ganz herzlich heute Abend zu unserer Veranstaltung Euro Rettungsschirm, wer rettet wen? Über die Auswirkungen der Krise auf die Bundesrepublik wird Heinz Bierbaum, der stellvertretende Parteivorsitzende und Mitglied des Saarländischen Landtags der Linken, außerdem Professor der Betriebswirtschaft, ist das richtig, an der Uni Saarbrücken im Saarland berichten über Deutschland. Frau Merkel hat die deutschen Rezepte für ganz Europa durchgesetzt und spricht von einer marktkonformen Demokratie. Schuldenbremse für alle, dazu hatten wir in Hessen letztes Jahr Gelegenheit, anlässlich der Volksabstimmung dagegen zu stimmen. Immerhin stimmten trotz Befürwortung einer riesigen Koalition 30% der Hessen dagegen. Konkret bedeutet die Schuldenbremse ein Weiter-so in der Kürzungs- und Privatisierungspolitik. Zurzeit sind insbesondere die Mieter der Hessisch-Nassau- und Rheinstädte-Wohnstadt über den geplanten Verkauf ihrer Wohnungen durch das Land Hessen beunruhigt. Dazu haben wir hier Unterschriftenlisten des DGB und Mieterbundes und ich bitte die alle, die noch nicht unterschrieben haben, die Aktion des DGB und Mieterbundes mit zu unterstützen. Des Weiteren darf ich einen weiteren Gast begrüßen, passend zum 25. April, dem 28. Jahrestag der portugiesischen Nelkenrevolution, begrüße ich unseren Gast und Genossen Fabian Figueiredo aus Portugal vom Lichtblock. Portugal befindet sich genauso wie Irland und Griechenland unter dem Euro-Rettungsschirm. Dies bedeutet erhebliche soziale Kürzungen für die Bevölkerung. Doch wie in Griechenland und Irland wehrt sich die Bevölkerung. Schön wäre es, wenn wir den Kampf für soziale Gerechtigkeit gemeinsam führen könnten. Eine Gelegenheit dazu sind die Europäischen Aktionstage vom 16. bis 19. Mai in Frankfurt. Da sollten vor allem möglichst viele von uns an der Demonstration am 19. Mai in Frankfurt teilnehmen. Ich möchte euch jetzt noch einen Bericht der HNA von heute aus dem Schwelmer-Teil vorlesen. Und zwar die Sicht der CDU im Kreisverband Schwalm-Eder auf die Euro-Krise. Wir alle sind gefordert, uns zu rüsten. Auszüge aus dem Osterbrief der CDU Knüllwald. Seit bald 2000 Jahren feiern wir das Osterfest zum Gedächtnis des Todes und der Auferstehung unseres Erlösers. Wir begehen dieses Fest nach altem Brauch. Dabei wenden wir uns an diesen Feiertagen beglückt unseren Familien zu. Die Kinder suchen unter grünen Blättern und Frühlingsblumen nach Ostereiern. Eltern, Großeltern sitzen an recht schön gedeckter Kaffeetafel beieinander. Aber hinter dem Knüll ziehen Wolken am Himmel. Europas südliche Grenzen sind unsicher geworden. Griechen, Portugiesen und Spanier, ja selbst Italiener, rufen nach Deutschlands helfende Hand. Es steht nichts weniger auf dem Spiel als unsere gemeinsame Währung, unser Wohlstand, den der Deutsche nach dem verlorenen Kriege erarbeitet hat. Ordnung und Sparsamkeit werden gefordert. Alte preußische Traditionen und Tugenden sind plötzlich stark in Mode. Der Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder, stellt erstaunt fest, auf einmal wird in Europa wieder Deutsch gesprochen. Wir alle sind gefordert, uns zu rüsten. Die Krise wird unser Europa, unser Land, ja unsere Gemeinde nur überwinden, wenn wir uns auf das besinnen, was unser Land zu neuer Blüte gebracht hat. Es ist der Familien- und Gemeinsinn, Strebsamkeit und das Vertrauen in Gott, was uns im Großen wie auch im Kleinen davor bewahren wird, in wirtschaftliche Not zu fallen. So viel die der CDU-Ortsverband Knöllball. Nee, also das, denke ich, wird auch größere Wellen nach sich ziehen. Nur so viel dazu. Ich darf jetzt aber das Wort... Ja, ich darf jetzt das Wort Heinz Bierbaum geben, der das wohl uns in einem anderen Blick darstellen wird. Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Der Brief von der CDU Müllwald oder was das war, glaube ich, beschreibt ziemlich perfekt eine Problemlage und auch ziemlich perfekt die deutsche Politik im Hinblick auf Europa. Das, was hier wie eine Satire klingt,
ist leider Realität. Denn das, was Deutschland in der Krise macht, ist in der Tat das, dass man versucht, also das Spardiktat, die Schuldenbremse, darauf ist es schon eingegangen worden, auf Europa insgesamt zu übertragen. Darauf will ich auch etwas näher eingehen, weil ich der Auffassung bin, dass das eine außerordentlich gefährliche Politik ist mit erheblichen Konsequenzen negativer Art auf verschiedenen Gebieten. Aber zunächst mal müssen wir ja feststellen, dass das Thema Eurokrise oder Krise auch der europäischen Entwicklung ein zentrales Thema ist, was also ganz Europa bewegt, von dem man in Deutschland noch relativ wenig mitbekommt, weil Deutschland im Verhältnis zu den anderen Ländern davon noch weniger betroffen ist, auch wenn man jetzt gegenwärtig wieder in der Zeitung liest, dass das mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nicht ganz so klappt, wie man sich das vorstellen könnte, sondern dass in der Tat auch die Euro-Krise erhebliche Auswirkungen haben wird auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung auch in Deutschland. Ich möchte vorab feststellen, es wird ja immer gefragt, was ist denn das für eine Krise? Es ist weder eine Krise des Euro, noch ist es eine Schuldenkrise. Letztlich ist es eine Krise des Finanzmarktkapitalismus, der sich äußert in eben einer krisenhaften Zuspitzung bei den Banken, für den dann eben die Bevölkerung bluten soll. Das ist ja die herrschende Politik, die gegenwärtig gemacht wird. Lässt sich so zusammenfassen, weil das ja auch steht hier unter dem Thema Rettungsschirm für wen. Bisher sind sehr viele Rettungsschirme beschlossen worden, die alle mehr oder weniger den Banken zugutekommen, die eigentlich absichern notleidende Kredite der Banken. Und das wird verbunden mit Sparauflagen für die jeweiligen Länder, die solche Gelder bzw. deren Banken das erhalten sollen. Und das ist jetzt nochmal abgesegnet worden und zugespitzt worden mit dem sogenannten Fiskalpakt, also der Fiskalunion. Und das ist, wie gesagt, eine Übertragung der Schuldenbremse auf ganz Europa. Der Mechanismus soll also so aussehen, dass den Schulden dadurch begegnet wird, dass man also Sparprogramme auflegt und Hilfsmittel, entsprechende Kredite, nur eben gegen derartige Sparauflagen gibt und die Länder verpflichtet, eine ausgeglichene Haushaltsführung zu machen. Das ist sehr weitgehend, weil das geht weiter als das, was vorher schon im sogenannten Stabilitätspakt verabschiedet worden ist, wo die Neuverschuldung der Länder 3% nicht überschreiten darf. Inzwischen ist das mit der Fiskalunion auf 0,5% zusammengesunken und das bedeutet enorme Einsparungen mit allerdings erheblichen negativen Folgen, und zwar aus meiner Sicht auf drei Ebenen. Erstens in sozialer Hinsicht, da wird Fabian ja gerade bezogen auf Portugal, ich denke, das nochmal sehr deutlich darstellen, aber wenn wir uns das anschauen, was Griechenland angeht, wo sozusagen Verelendung verordnet wird, anders kann man das überhaupt nicht bezeichnen, das sieht in Portugal, in Italien noch nicht ganz so stark und in anderen Ländern durchaus ähnlich aus. Das ist die eine Auswirkung. Das zweite ist, dass das, was damit versprochen wird, dass damit den Ländern sozusagen wirtschaftlich geholfen wird, tritt überhaupt nicht ein. Dafür ist Griechenland das beste Beispiel, aber auch Portugal wird man dafür hernehmen können. Griechenland war es so, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren einen jeweiligen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts etwa um 5% hatten. Das ist außerordentlich stark. Das muss man wissen, dass in der tiefsten Krise 2008, 2009 in Deutschland eben auch das Bruttoinlandsprodukt um 5% zurückging. Das heißt, es war ein enormer Einschnitt. Und die Schuldenproblematik ist auch nicht bewältigt worden, während nämlich die griechischen Schulden zu Beginn der sogenannten Schuldenkrise 120% des Bruttoinlandsprodukts betrugen, sind sie jetzt inzwischen bei 170%. Das heißt also, die Schuldenproblematik wird damit überhaupt nicht wirklich angegangen. Es ist also auch ökonomisch ein Misserfolg. Und es gibt einen dritten Punkt, und das ist das, was in dem Brief auch sehr stark zum Ausdruck kommt der CDU. Es gibt erhebliche Gefahren für die demokratische Entwicklung in Europa. Ein Punkt, den ich besonders unterstreichen möchte, weil wir die Situation haben, dass bereits jetzt Rechte von demokratischen Institutionen eingeschränkt werden, beispielsweise, dass Parlamente nicht mehr die Hoheit haben, über die Haushaltspolitik zu entscheiden. Gilt übrigens auch hierzulande, weil auch da hat man sich unter dieses Diktat gestellt
Auch da ist sozusagen das Recht des Parlaments, des Bundestags eingeschränkt worden. Das ist in anderen Ländern noch mehr der Fall. Was noch weitergehend ist, es gibt auch Einschränkungen, ja zum Teil sogar Aufhebungen, was gewerkschaftliche Betätigung angeht, indem zum Beispiel es nicht mehr zugelassen wird, dass in freien Tarifverhandlungen Löhne festgesetzt werden, was eigentlich ein Bestandteil auch einer demokratischen Gesellschaft ist, sondern dass das außer Kraft gesetzt wird und Löhne und Lohnhöhen diktiert werden sollen. Das ist beispielsweise in Griechenland der Fall. Und wenn wir gegenwärtig die Arbeitsmarktreform in Spanien nehmen, nur als auch ein Beispiel, wo im Grunde genommen auch die freien Tarifverhandlungen und der Tarifvertrag außer Kraft gesetzt werden sollen. Dagegen rührt sich Widerstand, das sollte man vielleicht auch zu Anfang auch gleich mal sagen. Davon wird auch Fabian berichten. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Widerstand in Europa weitaus größer ist als das, was hierzulande in der Presse berichtet wird. Ich will als Beispiel dafür nehmen den spanischen Generalstreik am Ende März, an dem sich 4 Millionen Menschen beteiligt haben und der hierzulande in den Medien so ankam, als ob es irgendwie so ein halber Misserfolg gewesen sei. Dem war überhaupt nicht so. Allerdings, und darauf will ich jetzt auch noch nachher zu sprechen kommen, vom Widerstand im Kernland Europas, was sich gegenwärtig, gerade wenn man den Brief der CDU nimmt, doch zur deutschen Großmacht hier in Europa aufzuschwingen versucht, ist leider bisher relativ wenig zu spüren. Diese herrschende Politik, die man zusammenfassen kann, dass ein Haufen Geld aufgewandt wird, wodurch die Schuldenproblematik in allen Ländern noch eher verschärft worden ist. Man muss sich daran erinnern, dass etwa Spanien oder Irland so gut wie, also ganz geringe Staatsschulden hatten und erst im Zuge der Bankenproblematik, dass sie sich zum Teil verspekuliert hatten, dann aufgepäppelt werden muss. Erst dadurch sind überhaupt die Staatsschulden sehr stark angestiegen. Das gilt auch für die Bundesrepublik Deutschland, wo man das durch nämlich die sogenannte Bankenrettung die Staatsverschuldung deutlich angestiegen ist, also etwa um ein Drittel gegenüber dem, was bisher in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik der Fall war, ist allein durch diese Rettungsschirme zustande gekommen. Bei den Rettungsschirmen ist es eindeutig so, dass sie wesentlich dazu dienen, faule Kredite der Banken abzusichern und eben der Bevölkerung praktisch so gut wie nicht zugute kommt. Ein besonders perverses Beispiel ist aus meiner Sicht die Tatsache, dass etwa die Europäische Zentralbank, auch darauf komme ich nochmal kurz zurück, jetzt den Banken nochmal 1 Billion Euro als freies Geld zur Verfügung gestellt hat mit einer Laufzeit von 3 Jahren zu einem Zinssatz von 1%. Wenn man das mit ein paar Prozent mehr an eben die Länder dann ausleiht, dann weiß man, dass das im Grunde genommen eine Lizenz zum Gelddrucken ist. Und das sind Dinge, die gegenwärtig passieren, in Verbindung damit, dass eben gleichzeitig den Ländern ein sehr starkes Spardiktat aufgebürdet wird, mit der Folge, dass gerade dort, wo eben diese Problematik besonders hoch ist, das bezahlt werden soll, nicht über diejenigen, die über das Geld verfügen, sondern über Sozialabbau, über Lohnabbau und dergleichen mehr. Das heißt, die arbeitende Bevölkerung und die sozial Benachteiligten werden zur Kasse gebeten. Es ist letztlich auch nicht erfolgreich, weil die eigentlichen Ursachen, die der Krise zugrunde liegen, die letztlich eine Krise des Finanzmarktkapitalismus ist, weil die letztlich die Ursachen dieser Krise überhaupt nicht angegangen werden. Und die will ich kurz aufführen, um deutlich zu machen, wo denn auch die politischen Alternativen dann liegen. Ich sehe im Wesentlichen 3 Ursachen, die ausschlaggebend sind für die Eurokrise. Das erste ist die Umverteilung von unten nach oben. Das heißt, wir haben eine Einkommensentwicklung, eine Einkommensverteilung, die immer schiefer ist. Nur eine Zahl: während in den letzten 10 Jahren die Realeinkommen in der Bundesrepublik Deutschland um 4% gesunken sind, sind die Einkommen aus Vermögen und Gewinnen um 30% angestiegen. Wenn wir uns die Vermögensverteilung anschauen, dann sieht es so aus, dass das oberste Zehntel über 60% des gesamten Vermögens verfügt. Und das führt in Verbindung mit einer Steuerpolitik, die gerade die Steuern auf Vermögen, die gibt es erst gar nicht, aber Steuern auf hohe Einkommen
und Unternehmenssteuern erheblich gesenkt hat. Wir hatten ja eine Steuersenkungspolitik in den letzten 10 Jahren, die einen Effekt hatte von 300 Milliarden Euro Steuermindereinnahmen. In Verbindung damit ist natürlich das Geldkapital insgesamt angewachsen und das war sozusagen die Grundlage dann auch für die Anlagemöglichkeiten. Und das ist der zweite Punkt. Also erstens das Entstehen einer sehr großen Finanzmasse, auch aufgrund eben dieser Auseinanderentwicklung bei den Einkommen. Und in Verbindung, das ist der zweite Grund, mit einem deregulierten Finanzmarkt, der dann auch eine entsprechende Finanzspekulation ermöglicht hat. Und da möchte ich schon noch mal darauf hinweisen, dass die Weichenstellungen für die deregulierten Finanzmärkte unter der Regierung Schröder-Fischer erfolgt sind. Es darf man nicht vergessen, dass dort eigentlich der Finanzmarkt erst richtig dereguliert wurde, also sogenannte Liberalisierungspolitik eingeleitet worden und ist auch eingeleitet worden eine Steuerpolitik, wonach man auf Finanztransaktionen so gut wie keine Steuern zahlte. Das heißt, das, was beispielsweise Private Equity Fonds oder Hedgefonds verdient haben, das mussten sie so gut wie nicht versteuern, also nur zu einem sehr geringen Steuersatz. Das ist ja die Grundlage, die da gelegt worden ist und die natürlich in Verbindung mit dem sehr stark angestiegenen Finanzvermögen auch dann die Spekulation ermöglicht hat. Dann gibt es einen dritten Punkt, was Europa angeht. Das sind die Handelsungleichgewichte in Europa und das bedeutet eben, dass die Handelsüberschüsse, die wir hier in der Bundesrepublik Deutschland haben, das sind die Schulden der anderen Länder und insofern spielt natürlich dieses Handelsungleichgewicht auch eine erhebliche Rolle bei der Krise und dieses Handelsungleichgewicht kommt auch, nicht nur, aber auch dadurch zustande, dass die Löhne in Deutschland relativ gering gestiegen sind im Verhältnis zur Produktivität, also die sogenannten Lohnstückkosten, haben wir einen Rückgang in der Entwicklung. Deswegen spricht man, finde ich, auch zu Recht vom deutschen Lohndumping. Damit ist nicht unbedingt gemeint der absolute Vergleich der Löhne in Europa, sondern damit ist gemeint die Lohnentwicklung im Verhältnis zur Produktivitätsentwicklung, die dahinter zurückgeblieben ist, mit der Folge, dass sich damit natürlich auch die Exporte in Deutschland verbilligt haben und was mit eben auch mit dazu geführt hat, dass wir ein derart großes Handelsungleichgewicht in Europa haben. Und meines Erachtens muss jede Politik, die erfolgversprechend sein will, an diesen Ursachen anknüpfen und das ist auch der Kern dessen, was die Linke als politische Alternative an Maßnahmen zur Bekämpfung der Eurokrise vorschlägt. Das ist erstens einmal eine Regulierung, eine Wiederregulierung des Finanzmarkts, das heißt also eine Unterbindung der Finanzspekulation. Da ist bisher, nachdem am Anfang ja viel darüber geredet worden ist, bisher recht wenig geschehen. Es gibt ein paar Maßnahmen, wie beispielsweise eine stärkere Eigenkapitalausstattung der Banken, die in Angriff genommen worden sind. Aber letztlich ist die Spekulation nicht unterbunden worden. Oder in anderen Worten ausgedrückt, das Casino ist nicht geschlossen worden, sondern es ist nach wie vor auf. Und in dem Zusammenhang gibt es eine ganz zentrale Forderung seitens der Linken, die besteht darin, dass die Finanzierung der Staaten von den Finanzmärkten abgekoppelt werden soll. Das heißt, dass man eine direkte Finanzierung vornimmt, vermittels einer über die Europäische Zentralbank beziehungsweise über eine europäische öffentlich-rechtliche Bank. Der entscheidende Punkt ist eine öffentlich-rechtliche Institution, die dann den Ländern das Geld direkt ausleiht, weil die Problematik besteht ja darin, dass die relativ hoch verschuldeten Länder, wenn sie sich am Kapitalmarkt bedienen würden, was sie heute zum Teil gar nicht können, sehr starke Zinsen, hohe Zinsen zahlen müssten. Also wenn das allein über den Kapitalmarkt liefe, wären das etwa für Griechenland in der Größenordnung zwischen 15% und 17%, was an Zinsen gezahlt werden müsste. Die Zinssätze werden gegenwärtig runtergedrückt durch die sogenannten Rettungsschirme. Das ist der wesentliche Sinn auch von solchen Rettungsschirmen. Das heißt etwas weniger. Aber hier kommt das auch zum Ausdruck, was ich vorher schon erwähnt habe. In dieser Situation werden die Zinsen zwar etwas gesenkt, aber wenn ich mir anschaue, dass man den Privatbanken 1 Billion zu 1% für 3 Jahre zur Verfügung stellt,
dann hätte man damit auch direkt die Länder finanzieren können mittels einer solchen öffentlichen rechtlichen Bank auf europäischer Ebene. Das halte ich für eine ganz zentrale Forderung. Deswegen kommen wir auch nicht drum herum, dass eine der Lehren aus der Krise auch sein muss, dass wir eine grundlegende Reorganisation des Bankwesens brauchen. Und die Linke schlägt ja dafür vor, dass wir auch die großen privaten Banken damit auch für Gesellschaften, also für staatlichen, einer demokratischen Kontrolle unterwerfen. Ich halte das für notwendig, weil das wird nicht ohne entsprechende Vergesellschaftung gehen. Man wird das nicht bloß mit Appellen machen können, sondern wenn man eine andere Politik einleiten will, und die ist ja dabei zentral, wird man auch davon vom Eigentumsverhältnis her die Voraussetzungen schaffen müssen. Der zweite Punkt ist das Thema Einkommen, Einkommen stärken, auch aus ökonomischer Sicht. Einmal finde ich, was oft zu wenig diskutiert wird, ist das ja auch aus sozialen Gesichtspunkten oder auch aus dem Gesichtspunkt, einen entsprechenden Anteil an der Entwicklung überhaupt zu haben, notwendig, dass die Einkommen gestärkt werden. Aber das Problem eben der gegenwärtigen Politik des Abbaus europaweit, was Einkommen und was Sozialleistungen angeht, hat ja auch den ökonomisch negativen Effekt, dass damit auch die Kaufkraft stark vermindert wird. Und deswegen, damit die Länder überhaupt einigermaßen rauskommen können, ist es eben völlig falsch, Sozialabgaben weiter zu beschneiden, Löhne zu senken. Das ist sozusagen das neoliberale Modell der Wirtschaftspolitik. Man versucht sozusagen das deutsche Exportmodell auf die anderen zu übertragen, wobei das ja gar nicht gehen kann, weil man kann nicht sozusagen das eine Modell auf alle anderen übertragen. Das wird gar nicht funktionieren. Insofern muss man auch muss man dagegen steuern und eine Politik der Einkommensstärkung, insbesondere der Stärkung der Masseneinkommen machen. Das gilt für die Lohnpolitik insgesamt. Deswegen hat das auch, glaube ich, denke ich, sehr viel zu tun mit der gegenwärtigen Tarifrunde, die ja zum Teil noch läuft. Und das bedeutet eben auch, dass man einen Damm nach unten setzen muss. Und deswegen ist es wichtig, beispielsweise, dass man hier in Deutschland auch einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn einführt. Die Linke fordert ja bekanntlich 10 Euro in dem Zusammenhang. Das ist einfach wichtig, sowohl aus sozialen Gesichtspunkten als auch aus dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Entwicklung. Und das wäre auch ein Mittel, ein Stück weit diese Handelsungleichgewichte abzubauen, weil dadurch würde die deutsche Binnennachfrage gestärkt werden und man müsste nicht alles über den Export machen. Und das Gleiche ist eigentlich auch für die anderen Länder notwendig, damit überhaupt eine Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung gelegt werden kann über eine entsprechende Innennachfrage. Was aber in dem Zusammenhang ganz zentral ist, dass man anstatt diejenigen, die arbeiten und diejenigen, die sozial benachteiligt sind, weiter heranzieht, die Krise zu bezahlen, ist es notwendig, dass diejenigen herangezogen werden, die das auch können, nämlich die Vermögenden. Und deswegen fordern wir ja seit geraumer Zeit eine Vermögenssteuer, eine sogenannte Millionärssteuer. Das bedeutet konkret, das wären 5% Steuern ab einer Million Einkommen. Da nagt man dann noch nicht am Hungertuch unbedingt. Also insofern, glaube ich, ist das zumutbar. Und wir fordern ja auch auf europäischer Ebene eine Vermögensabgabe. Und deswegen steht auch im Zentrum unserer Kampagne im Zusammenhang mit der Eurokrise Profiteure zur Kasse, beziehungsweise steht auch hier hinten, alle schützen die Banken. Wir wollen die Millionärsteuer als eine ganz zentrale Forderung. Und einen dritten Punkt möchte ich kurz ansprechen, nämlich, dass es notwendig wäre, auf europäischer Ebene bei den Ländern, die besonders eben unter den Problemen leiden, auch etwas zu tun zur wirtschaftlichen Ankurbelung über öffentliche Investitionsprogramme, anstatt die Wirtschaft weiter einzuschnüren, bis sie angekurbelt werden über öffentliche Investitionsprogramme, die dann auch öffentlich kontrolliert werden müssen. Es geht nicht irgendwie darum, Wirtschaft generell anzukurbeln, sondern es geht darum, die Felder, wo es sinnvoll ist, etwas zu machen. Das, was wir hier zu Lande diskutieren unter sozial-ökologischem Umbau, das ist ja eigentlich auch eine Zielrichtung auch für europäische Investitionsprogramme,
die dringend notwendig wären und die dann entsprechend zu finanzieren. Meines Erachtens ist es relativ klar, wie eine Alternative aussehen muss zur gegenwärtig herrschenden Politik. Ich möchte es schon nochmal zusammenfassend so darstellen, dass die herrschende Politik bedeutet, ganz eindeutig, dass damit im Wesentlichen die Banken gerettet werden sollen, dass deren Kredite abgesichert werden, dass das verbunden wird mit der sogenannten Fiskalunion, mit erheblichen negativen sozialen und auch ökonomischen Folgen, was die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder angeht, und erheblichen negativen oder erheblichen Problemen auch für die demokratische Entwicklung, neben der Frage, dass demokratische Institutionen da zum Teil in ihren Rechten beschnitten werden, gibt es eben auch Auftrieb nationalistischer Tendenzen, wie wir das gegenwärtig deutlich sehen. Und ich meine, am Sonntag hatten wir ein Resultat von Marine Le Pen mit 18% in Frankreich. Das sollte uns auch zu denken geben, weil wir innerhalb Europas insgesamt diese Tendenzen haben, auch einer scherschlagenden Rechtsentwicklung, und die natürlich durch solche Briefe, wie sie jetzt gerade von der CDU vorgelesen worden sind, also doch deutlich unterstützt werden. Das muss man klar sagen. Das ist also wirklich Wasser auf die Mühlen von Nationalismus und Chauvinismus. Und das ist die Situation, in der wir stecken. Und von daher gibt es eigentlich wirklich nur eine Alternative, die da heißt, wir müssen die Politik völlig umkehren. Wir müssen diejenigen zur Kasse bitten, die bisher auch von der Krise profitiert haben und die auch die Vermögen haben, um das zu finanzieren. Und wir müssen einen Politikwechsel vornehmen, dahingehend, dass wir also auch stärker die Binnennachfrage unter ökonomischen Gesichtspunkten stärken. Das bedeutet eine andere Einkommensentwicklung, und das bedeutet eben auch öffentliche Investitionsprogramme, die im Zusammenhang notwendig sind. Was aber hier unbedingt notwendig ist, und damit will ich dann auch aufhören, weil ich denke, das wird dann auch von Fabian nochmal sehr viel deutlicher, plastischer am Hans von Portugal dargestellt. Aber ich glaube, dass wir hier die Notwendigkeit haben, dass wir eine solche Alternative in der Politik auch politikfähig machen, dass wir sie also nicht sozusagen nur auf dem Papier stehen haben, schöne Forderungen vielleicht darstellen, sondern dass wir uns auch dafür einsetzen müssen, dass das breiter wird. Deswegen finde ich es auch gut, dass solche Veranstaltungen wie heute hier stattfinden, wo man das auch gemeinsam diskutieren kann. Und deswegen hat ja auch die Partei Die Linke beschlossen, dass wir daraus einen Kampagnenschwerpunkt machen. Heide hat schon darauf hingewiesen, das konzentriert sich jetzt wesentlich auf den Mai. Das fängt an mit dem 1. Mai, weil auch die Frage der Tarifauseinandersetzung, die Frage der Gewerkschaften, denke ich, damit sehr viel zu tun haben. Ich muss leider feststellen, dass in dieser Auseinandersetzung die Gewerkschaften, ich drücke mich mal höflich aus, etwas zurückhaltend sind in dieser Frage. Allerdings gibt es auch bestimmte Fortschritte. Es gibt jetzt inzwischen auch einen Aufruf von Gewerkschaftern für diese Aktionstage. Also es tut sich ein bisschen was. Ich glaube, da muss man weiter dranbleiben, weil die Verbindung mit den Gewerkschaften halte ich für außerordentlich wichtig in dem Zusammenhang. Ich möchte hinweisen auf den dezentralen europäischen Aktionstag, der am 12. Mai stattfinden wird. Da wird es auch europaweit Aktionen geben. Und der wichtigste Punkt für uns, daraufhin hat Heide auch schon hingewiesen, sind die Aktionstage vom 16. bis 19. Mai in Frankfurt. Frankfurt ja als der Bankmetropole und damit sozusagen symbolisch und ist ja auch Sitz der Europäischen Zentralbank. Und dafür gibt es ein breites Bündnis, und die Linke unterstützt dieses Bündnis, ist auch Bestandteil dieses Bündnisses und arbeitet in diesem Bündnis mit. Und in Frankfurt ist vorgesehen, einerseits also eine Besetzung von öffentlichen Plätzen, um sich da sichtbar zu machen, eine Belagerung auch der Banken. Deswegen läuft das Ganze unter dem Titel Blockupy. Und am 19., dem Samstag, soll eine große Demonstration stattfinden, von der ich also hoffe und euch auch auffordern möchte, daran teilzunehmen, dass sie also wirklich groß wird, um wirklich ein Signal zu zeigen, dass es eben auch eine Alternative gibt, dass es auch Kräfte gibt, die für eine andere Alternative eintreten. Und ich finde außerordentlich wichtig, dass wir auch gerade in dem Land,
dessen Regierung wesentlich verantwortlich ist für das, was gegenwärtig in Europa geschieht, dass wir da auch ein Zeichen der Solidarität setzen mit den Betroffenen, die noch stärker betroffen sind als hierzulande in den anderen Ländern. Weil diese Situation, ob es Griechenland, Portugal ist, ist mit der deutschen Situation in der Form noch nicht vergleichbar. Das heißt aber nicht, dass Deutschland sozusagen, wie Merkel das immer wieder darstellt, jetzt nach dem Abschluss der Fiskalunion damit aus der Krise wäre. Ganz im Gegenteil, das schlägt auch zurück auf die ökonomische Entwicklung hier. Und auch hier steht Sozialabbau an. Auch hier haben wir die Situation, dass wir doch einen sehr breiten Sektor prekärer Arbeit mit niedrigen Einkommen, mit schlechten Arbeitsbedingungen und dergleichen haben. Also es ist alles nicht so glänzend, wie das oft dargestellt wird. Auch wir sind davon betroffen, aber es scheint es wesentlich zu sein, dass neben der Herausstellung auch der Alternative, und die ist vorhanden, dass wir auch dieses Zeichen der Solidarität eben mit den anderen europäischen Ländern und auch mit den Widerstandsbewegungen in anderen europäischen Ländern setzen. So viel von mir. Ich würde jetzt vorschlagen, zum Verfahren, erst lassen wir Fabian berichten und dann eröffnen wir die Diskussion. Ne? Dankeschön, sehr geehrte Genossen der Partei Die Linke. Zuerst möchte ich euch im Namen des portugiesischen Linksblock alle grüßen und euch danken für diese Einladung. Es ist für mich und für uns Blocko eine große Ehre, heute in dieser Diskussion teilzunehmen. Und wir hoffen auch, dass wir diese Partnerschaft und diese Genossenschaft weiterarbeiten und weiterverbreiten. Von 38 Jahren fand in Portugal eine der letzten Revolutionen in Europa. 48 Jahre des Faschismus wurden geschlagen durch eine immense Sozialbewegung. Die Müdigkeit der Diktatur, der Armut, der Ausbeutung und dem Kolonialkrieg provozierte einen historischen und revolutionären Prozess, die als der Nelkenrevolution bekannt wurde. Die Revolution hat ein sehr breites Spektrum von Maßnahmen zugunsten der Arbeit und dem Volk gebracht. Das Recht auf freie Vereinigung, das Demonstrationsrecht und das Streikrecht. Die Löhne wurden erhöht und der nationale Mindestlohn und das Arbeitslosengeld wurden erstellt. Tausenden von Arbeitsplätzen wurden geschafft. Die Altersvorsorgung wurde erhöht und erweitert. Die Kündigung ohne Grund wurde verboten. Die Urlaubszeit wurde erweitert und vergütet. Das staatliche und kostenlose Gesundheitssystem wurde gegründet und die soziale Sicherheit erstellt. Die Bildung und die Schule wurden demokratisiert. Man verankert im Gesetz die Gleichstellung von Männern und Frauen. Man endete mit den Monopolen und legte die Wirtschaft in Dienst des Volkes. Geehrte Genossen, viele fragen sich vielleicht, warum ich dieses Thema und diese Tat zur Debatte bringe. Die portugiesische Revolution zu kennen, ist wichtig, um die heutige Situation und die Intervention der Troika in Portugal zu verstehen. Die Troika gab der portugiesischen Bourgeoisie die endgültige Gelegenheit, um die Leistungen der Revolution zu zerstören und eine neue soziale Regelung zu schaffen, basierend auf einem höheren Rat von Ausbeutung und niedrigen Löhnen. Was sie während 38 Jahren mit der Hilfe von zwei IVF-Interventionen nicht geschafft haben, machen sie jetzt mit der Hilfe der Troika. So schnell wie möglich alles privatisieren, so schnell wie es nur geht, alle sozialen Rechte abbauen. So schnell wie es geht, die Arbeitszeit erhöhen und die Löhne direkt und indirekt verkürzen. Deswegen soll man nicht glauben, dass die portugiesische Regierung eine andere Meinung hat als die Troika oder dass sie denkt, dass das Programm zu radikal und zu antisozial ist. Es ist für die Rechtskräfte in Portugal ein authentischer Traum, in diesen Konditionen und mit diesem Programm zu regieren, weil sie das wirkliche Programm der Rache mit dem 25. April durchführen können
mit dem goldenen Argument der Not und der externen Kompromiss von portugiesischer Stadt. Aber lasst mich ein bisschen zurück in die Geschichte eingehen. Die Troika wurde mit der Erpressung des Gehalts vorgestellt. Es gibt kein Geld für Gehälter. Bis zur Erschöpfung wurde das wiederholt. Dies ist die Grundlage der Erzählung der Unvermeidlichkeit-Narrative und hat eine enorme soziale Auswirkung. Kleine Ironie der Geschichte. Der IVF wurde zum dritten Mal wieder von einem sozialistischen Ministerpräsident begrüßt. Die Unvermeidbarkeit und die Erpressung wurde eingeführt, um die Ansprüche zu reduzieren und dass die Alternative nicht analysiert wurde. Wir wissen heute, dass die Steuereinnahmen im ersten Halbjahr 2011 positiver als im Vergleichungszeitraum des Vorjahres waren. Die Erpressung über die Zahlung war falsch. Es ging darauf, Geld zu bewältigen, zum Zinsen und Teil der Schulden zu bezahlen. Zuerst die Spekulanten, erst danach kommen die Leute. So definiert man heute die Priorität in Portugal und in Mercosur-Europa. Deshalb sagen wir, die Neuverhandlung der Schulden und die Erlassung der illegitimen Schulden sind die einzige Lösung. Auch die öffentliche Rechnungsprüfung. Dies ist die echte und einzige Option. Schon in den frühen Tagen des Jahres 2012 sagten die Zahlen alles über das Leben der portugiesischen Bevölkerung. Generelle Preiserhöhung, Erhöhung der Preise in öffentlichen Verkehrsmitteln, Steuern sind gestiegen, die Arbeitslosigkeit erreichte mehr als 1 Million Menschen. Ihr müsst wissen, dass Portugal heute nur 11 Millionen Leute hat. Also von 11 Millionen, 1 Million hat keinen Job. Von denen 2/3 keine Unterstützung haben. Die Feiertage wurden reduziert und auch den Toleranzpunkt am Karneval. Arbeiter wurden gezwungen, mehr Tage zu arbeiten, zum weniger verdienen und zum schlechter Leben. 15.000 Studenten wurden von der Universität vertrieben durch die Erhöhung der Studiengebühren und der Stipendienschnitte. 25 Familien geben täglich seine Häuser an der Bank zurück, weil sie die steigenden Zinsen nicht bezahlen können. Die gesamte Strenge dieser Politik wird im Auftrag des Schulden erzwungen, aber es gibt eine Gewissheit. Enthaltsamkeit erhöht die Schulden. Das Troika-Programm ist ein Programm von brutalen Schlag auf die direkten und indirekten Gehalt und Löhne. Der Schnitt von dem 13. und 14. Monatslohn, die Prekarisierung, die Verringerung, die Verarmung, wie Pedro Passos Coelho, unser erster Minister, sagt. Das bedeutet in Wirklichkeit den Schutz der Mieten des Kapitals und eine höhere Rate von Rückkehr auf Aufrechterhaltung des Finanzsystems. Zu diesem Zweck übernimmt die Sozialistische Partei, das ist das gleiche wie die SPD hier in Deutschland, eine dominierende Rolle und ist daher ständig von der Regierung nicht abzunehmen, vor allem in den wichtigsten Maßnahmen. Sie suchen mit diesem großen parlamentarischen politischen Konsens die soziale Mobilisation, die Bewegung zu reduzieren und die Linkskräfte zu isolieren. Zu dem Diskurs der Unvermeidlichkeit hegemonial halten. Die Ergebnisse sind ganz klar. Eine wirkliche Verärmung der Menschen, eine Reduktion des Werts von der Arbeit, Rezession, historische steigende Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote ist heute von 20% und die Jugendarbeitslosenquote von 35%. Die Strukturreformen sind ein echtes Regimewechsel zugunsten des Kapitals. Zur gleichen Zeit erstellt die portugiesische Regierung und die Rechtskräfte mit der Unterstützung von Frau Merkel eine sozial-rassistische Erzählung. Das kann radikal klingen, aber ist leider so. Wer arbeitslos ist, will einfach nicht arbeiten oder ist zu kompliziert,
und nutzt die Krise nicht zum Auswandern. Es ist Ihnen und den europäischen Konservativen gerade mal gleich, ob Portugal das Land in Europa ist, wo man mehr Stunden arbeitet und das Land mit der höchsten Auswanderungsrate von Westeuropa. Vor ein paar Jahren wäre das genug für einen politischen Skandal in Portugal oder überall in Europa. Ich erinnere mich, dass vor ein paar Jahren, da war schon Joschka Fischer pro NATO und Schröder arbeitet noch nicht für den Ölkonzern der WPT AG. Da sagte Steffen Effenberg, dass viele von Arbeitslosengeld offensichtlich so gut leben, dass sie keine Lust haben, morgens früh aufzustehen und bis den Abendstunden zu bügeln, nur damit sie am Ende des Monats schlappe 100 Euro mehr auf dem Konto haben. Da erbrach ein Skandal in Deutschland, an das kann mich erinnern. Heute sind diese Erklärungen über die Armut und die Arbeitslosenquote die offizielle Erklärung der portugiesischen Regierung über die Arbeitslosigkeit. Allerdings wird die Unvermeidbarkeit Politiker kurze Beine haben. Alle diese Kontrareformen sind eine Anforderung für die Erpressung durch die Rückkehr zu den Märkten im September 2013. Etwas, das auch viele Rechtssektoren bereits unmöglich in Portugal halten. Dieser Plan geht große Schritte für eine neue Rettung mit neuen Sparmaßnahmen. Andererseits, während diese 10 Monate von Austerität und Antisozialpolitik steigt auch den Sozialprotest. Am 15. Oktober protestierten Tausende von Leuten, vor allem Jugendliche, in den meisten Staaten von Portugal. Diese Demonstration war die erste große Demonstration der Widerstand dem portugiesischen Volk. Diese Schuld gehört nicht uns, schreit man. Der 24. November Generalstreik war ein Erfolg. 75% der Arbeiter streikten, mit vielen öffentlichen Diensten geschlossen, mit einer grossen Mitgliedschaft im Verkehrsbereich und mit Beteiligung des privaten Sektors. Der Kampf wurde noch stärker mit der Konzentration und Demonstrationen, die im ganzen Land aufgetreten sind. Die CGTP, ist unsere Gewerkschaft, organisiert zum ersten Mal eine Manifestation für den Tag des Generalstreiks. Die Demonstration in Lissabon mit Gewerkschaftern und mit anderen sozialen Bewegungen war eine kluge Wahl und brach Tausende von Leuten auf die Straße im ganzen Land und Tausende von Leuten vor dem Parlament. Am 10. Februar hatten wir eine neue nationale Demonstration gegen die Austeritätspolitik in Lissabon, die von der CGTP einberufen wurde. 300.000 Leute konzentrieren sich in der Hauptstadt von Portugal. Diese Demo war die größte seit der Zeit der Revolution. Am 22. März hatten wir einen neuen Generalstreik, den zweiten mit dieser Regierung, mit Tausenden von Leuten in der Straße und mit den meisten öffentlichen Diensten geschlossen. Auch hier sagt man, dass das Volk schon genug hat von dieser Regierung und der Austeritätspolitik. Heute, am Geburtstag der portugiesischen Revolution, demonstrieren Tausende von Leuten in der Straße von Lissabon. Man erwartete eine der größten 25. April-Demo von den letzten Jahren. Und die Soldaten der Revolution angekündigten, dass sie nicht werden teilnehmen an der offiziellen Feierlichkeiten im Protest gegen die Regierungspolitik. Auch der 1. Mai wird dieses Jahr historisch sein. Man kann schon fast sicher sagen, dass dieses Jahr mit die größte Demo und Protestzeit der Revolution wird. Und auch am 12. Mai erwarten wir eine enorme Demonstration. Nur der Sozialkampf und die Sozialproteste können diese Politik siegen. Aber wir wissen, dass wir allein in Portugal die europäische Krise nicht besiegen können. Nur eine aktive europäische Solidarität der Arbeiter und der Linksparteien können der europäischen Völker eine siegende Alternative bauen. Deswegen
vergessen wir nicht, dass wenn die deutsche Arbeiter fangen, Arbeitsrechte zu verlieren, fangen auch die europäischen Arbeiterrechte zu verlieren. Deshalb lehnen wir nationalistische Lösungen ab und befürworten ein aktives linkes Europäismus, die ein Europa der Völker und der Sozialrechte aufbaut. Wisst ihr? Dank Fabian, es war sehr beeindruckend. Ich würde mir wünschen, wenn bei uns 300.000 Leute auf der Straße wären, zum Beispiel 19. Mai, da kann ich nur mal voller Neid in die anderen europäischen Länder blicken. Und du hast das für mich Wichtigste gesagt, die Solidarität unter allen, die unter der Krise leiden, muss einfach an Ländergrenzen nicht Halt machen, und diese nationalistische Sicht der Dinge muss jetzt, wir brauchen ein anderes Europa. Danke. Ich würde jetzt vorschlagen, die Diskussion einfach zu eröffnen, und ich erwarte Wortmeldungen. Fragen oder Anmerkungen? Nutzt die Gunst der Stunde jemanden, der aus Portugal da ist? Danke. Nee, ich habe hier erst die... Danke. Ich weiß nicht, was diese Troika ist. Wer ist das? Ja. Sarkozy, Merkel und... Nein. Kann man gleich beantworten. Das bedeutet, das sind Vertreter der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds. Das heißt, es sind sogenannte Experten. Das ist einer der Problematiken auch, dass im Grunde genommen anstelle von gewählten Regierungen inzwischen sogenannte Experten, die von Brüssel aus eingesetzt werden, von diesen Institutionen, über die Maßnahmen entscheiden. Ja? Okay, dann gut. Auch nur eine kurze Verständnisfrage. Was sind illegitime Schulden? Illegitime Schulden, hat er gesagt. Was heißt das? Was sind illegitime Schulden? Also? In Portugal, auch in Griechenland, weiß man nicht, was der portugiesische Staat schuldet. Und etwa 70% der portugiesischen Schulden sind Zinsen, Schulden, die wir nicht wissen, an wer wir schulden und wieso wir das schulden. Zum Beispiel. Die deutsche Regierung hat vor ein paar Jahren, zwei U-Boote an die portugiesische Regierung verkauft. Die Ferrostaat, ich kenne das nicht. Also man weiß heute noch nicht, wie alles das gemacht wurde. Jetzt in Griechenland ist ein Ex-Minister ins Gefängnis gekommen. Als illegitime Schulden sind alle die Schulden, die in der Rücken von dem Volk gemacht wurden. Zum Beispiel, also alles, was an Zinsen, alles, was nur Spekulation ist, zum Beispiel. Ein großer Anteil der europäischen Schulden von den europäischen Südländern ist nur Spekulation. Also ein großer Anteil der Schulden sind nur Zinsen. Vielleicht kann ich einen Satz noch dazu sagen. Es gibt von ad hoc den Vorschlag eines sogenannten Schuldenchecks zu machen. Dabei wird genau unterschieden zwischen Schulden, wo man einen realen Grund hat, zum Beispiel ein Investitionsprogramm oder ähnliches, und Schulden, die aus Spekulationen zum Beispiel kommen, wo sich welche bereichert haben, das schiefgegangen ist und dann Schulden entstehen, dass man sagt, diese Schulden werden erst überhaupt gar nicht bedient. Also nur etwas anderes. Also viele Schulden wurden auch mit Korruptionssystem aufgebaut. Der Ferrostaat zum Beispiel ist ein von denen. Und es gibt noch eine andere kleine Geschichte, die möchte ich euch schnell erzählen. Also, in 2008 wurde eine portugiesische Bank verstaatlicht. Die kostet bis heute 6 Milliarden Euro. Sie wurde die letzten Wochen, nein, vor zwei Wochen, für 40 Millionen privatisiert. Also die portugiesische Staat hat sich verschuldet, um eine Bank rekapitalisieren, 6 Milliarden Euro. Und hat sie die letzte Woche für 40 Millionen verschenkt. Also, und dazu,
gab sie auch noch eine Kreditlinie von 300 Millionen mit 0% Zins. Also ein großer Teil der Schulden Portugal und auch von Griechenland kommen aus korrupten Konzept und korrupter Politik, die man mit europäischen Gesetzen könnte vermieden. Die Bank heißt BPN, also ich glaube, die deutsche Presse hat auch über das geschrieben. Danke. Ulrich, dann du. Ich fand eben die Hinweise auf die Aktivitäten gegen diese Sozialraub, wie man sagt, oder Finanzraub in Portugal sehr beeindruckend. Ich bin im letzten Jahr, exakt zum 25. April, in Portugal gewesen, eingeladen, dort auch um an der Demonstration in Lissabon teilzunehmen. War sehr beeindruckend. Das Einzige, was mich etwas gewundert hat, und deswegen die Frage auch, ich sah da relativ viele Plakate zum 1. Mai und ich sah drei große Plakate, drei große Veranstaltungen. Ich fragte dann die Freunde, ja, sagt mal, also ihr sagt, ja, wir müssen gemeinsam gegen diese Probleme kämpfen. Und dieser 25. April war einfach beeindruckend. Ich glaube, 150.000 Leute waren dort auf dieser großen Magistrale. Es war ein wunderbarer Marsch. Alle Farben, alle Parteien, alle Gruppen waren da. Und dann zum 1. Mai geht er dann drei Plätze und jeder sagt, wir haben die größte Veranstaltung gemacht. Und jetzt habe ich dann gehört, es hat Generalstreik gegeben und Generalstreik kann zum Glück ja nicht von einer Organisation gemacht werden, sondern das müssen ja schon mehrere sein. Wie ist denn die Entwicklung der Einheit des Protestes? Und wie ist es vor allem, und das ist für mich auch wichtig gewesen, wir hatten dann ein paar Gespräche auch außerhalb der Zentrale, wir waren in den Dörfern noch gewesen. Wie ist es denn, wie gelingt es denn, die weiteren Opfer dieser Finanzpolitik, nämlich die Kleingewerbetreibenden, Bauern oder auch Agrarkooperativen, die es ja noch gibt in einigen wenigen Bereichen an dem Tejo, wie gelingt es denn, diese in den Protest hineinzunehmen? Denn dort wurde uns gesagt, es sei sehr, sehr schwierig. Die würden der Legende der Regierung und diesem der Troika viel mehr folgen. Also vielleicht noch ein bisschen zur Einheit des Protestes und der Frage, wie breit ist der Protest? Sind es die Arbeiter? Sind es die bewussten Linkskräfte? Oder sind es vielleicht hoffentlich noch ein paar mehr? Ja, also die Geschichte der portugiesischen Linke, also die Geschichte der portugiesischen Linke-Einheit in Portugal ist nicht sehr schön. Aber heute ist sie schon besser. Es ist nicht so schlimm wie in Griechenland zum Beispiel. In Griechenland, da können sich die Kommunisten und Sinaspismus oder Syriza gar nicht sehen. Und heute während der Krise telefoniert manchmal die Kommunistenpartei schon aus Ungarn. Also was haltet ihr über das? Natürlich. Aber jetzt ein bisschen ehrlicher. Den 1. Mai und auch die Generalstreik bis jetzt wurden von allen Linkskräften organisiert. Also wir, die Kommunisten, die Gewerkschaften haben das all zusammen organisiert. Andererseits wäre es unmöglich, 300.000 Leute in ein kleines Land wie Portugal auf Lissabon bringen. Also, ihr könnt die Fotos im Internet suchen, unter Dreiro do Povo. Vielleicht schreibe ich es deinen Namen. Und dann seht ihr, da waren wirklich Tausend und Tausend von Leuten. Also, den 1. Mai dieses Jahr wird sehr groß sein und wir machen, also wir Blogger und die Kommunisten und auch die Gewerkschaften machen und alles zusammen jetzt organisieren. Also nicht so zusammen, also sagen wir so, die Gewerkschaft geht am 1., nachher geht die Kommunistenpartei, nachher am Ende geht. Aber das ist ja schon nicht schlecht, weil vor ein paar Jahren wurden wir verprügelt. Also, weil wir jetzt keine Prügelung gibt, während der Krise, werden ja von den Träumen schon genug verprügelt. Also, wenn wir, das kann lustig lauten, aber in Griechenland ist es heute noch leider so. Also, die Einheit der linken Kräfte und der Sozialbewegung, ja, ist jetzt mit der Krise größer geworden. Also,
ist auch sehr einfach, wenn wir nicht eine Einheitspolitik haben, dann ist das für die Kapitalkette, für die Regierung, für die Troika ja viel einfacher, oder? Es ist schon ein großes Problem im Parlament heute, weil 85% des Parlaments sind für die Troika-Position. Also die Sozialistische Partei, die die Wahlen verloren hat, stimmt alles gerade ab. Also alles, was ist Sozialabbau, Austeritätspolitik und jetzt auch den Fiskalpakt haben sie jetzt auch dafür gelegt. Also die welche Sektoren protestieren am meisten? Also zuerst die Jugendlichen, also man hat ein 35% der Jugendlichen, finden keine Arbeit in Portugal. Und da gibt es noch ein anderes Problem. Also Portugal hat heute die größte Prozent von Leuten, von Jugendlichen mit Lizenziat, Master und Doktorat. Und die meisten von denen finden auch keinen Job. Also, und es ist nicht einfach, einem Jugendlichen sagen, wo das ganze Leben also bis zum 25 Jahre alt ist, also ist 25 Jahre alt und hat immer studiert und sagt, also, du hast jetzt keinen Platz in Arbeit, in unserem Arbeitsmarkt. Und das ist jetzt sozusagen der radikalste Sektor, die am meisten an den Demos sind. Andererseits, die Gewerkschaften sind, also CGTP, die größte Gewerkschaft von Portugal, eine Linksgewerkschaft. Wir haben eine andere, die wird von der Sozialdemokraten kontrolliert und die ist immer sehr, sehr gut, um Ja zu der Troika-Politik zu sagen. Ist eine der wichtigsten Einheitsorganisationen, weil durch die CGTP können sich mehrere Sozialbewegungen und auch Linkspartei an dem selben Tisch sitzen und diskutieren, was machen. Also die größte soziale Resistenz kam bis jetzt von der CGTP, von den Jugendlichen. Und auch von einander Sektoren, die wir nie dachten, die jetzt wieder protestieren, wie das Militär. Also zum ersten Mal seit dem 25. April haben wir wieder große Militärdemonstrationen. Und das Wichtigste ist, dass es Linkssektoren vom Militär sind. Also sie haben keine reaktionär oder nationalistische Diktat. Und sie sagen also, wir haben die Geschichte vom 25. April, der Revolution hinter uns, das ist das Land, das wir wollen und für das Land werden wir auch heute noch pazifistisch für das kämpfen. Also, und was man auch noch sehen kann, ist, dass Sektoren jetzt, die für die Regierung gewählt hat, heute kann man sie in den Demos finden. Langsam reißt sich die Sozialbewegung zusammen und die hegemoniale Narrative, dass es so muss sein, geht langsam zusammen. Heute die portugiesische Regierung die einzige Sache, die an dem portugiesischen Volk kann sagen, ist, ihr müsst ärmer werden, dass wir als Land können existieren. Und das sagen sie jede Woche. Wir müssen mehr arbeiten, wir müssen weniger verdienen, wir müssen weniger konsumieren, wir dürfen jetzt nicht in unseren Häusern leben, wir müssen unser Auto verkaufen. Und das ist nicht sehr einfach. Ein Land, der von 38 Jahren vor einem faschistischen Regime kam, eines der ärmsten Länder von Europa, und heute sagst du, nein, jetzt müsst ihr wieder wie in den 16 Jahren leben. Also, das ist nicht sehr einfach zu akzeptieren. Da wechselt jetzt. Über die Bauern. Die Bauern, wie ihr wisst, dass also schon Lenin schreibt, die Bauern ist nicht sehr einfach zu mobilisieren, aber es gibt eine Nationalkonföderation der Bauern, die
heißt GNA, Commissar National Agriculture. Die sind, die nehmen jetzt am 1. Mai teil, am 25. April waren sie schon, und sie steigern auch die Proteste. Aber man muss etwas anderes über Portugal wissen. Wir haben ja fast keine Bauern mehr. Die europäische Agrikulturpolitik hat ja den größten Teil für unsere Agrikultur kaputt gemacht. Also heute die meisten Anteile von Sachen, die wir konsumieren, kommen von Frankreich, aus Spanien oder von anderen europäischen Ländern. Nur noch eine kleine Information. In den 70er Jahren konsumierten wir 75% von den Alimenten, wurde in Portugal produziert. Also 75% von den Alimenten kamen von der portugiesischen Agrikultur. Heute sind es 25%. Was noch schlimmer ist, ist, dass den größten Teil den Fisch, den wir in Portugal essen, ist importiert. Und natürlich, wie soll sich ein Land nicht verschulden, wenn der größte Teil der Sachen, die du konsumierst, importierst, auch wenn du ein kleines Land bist mit 1000 Kilometern mehr. Ja. Vielen Dank, ja, für deine Frage. Ne? Jetzt, ja. Und dann. Ganz vielen Dank für die tollen Schilderung aus Portugal und auch ganz vielen Dank für den sehr kritischen Professor, sowas wünschte ich mir in Kassel. Ich weiß, 5 Steuerarten sind gesenkt bzw. verschwunden in Deutschland. Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer. Wie Sie das richtig merken, diese gut 10 Jahre ungefähr, alles SPD und unterstützt auch CDU und so weiter. Jetzt ist meine Grundfrage. Neben diesen ganzen Problematiken, das wird immer stärker, und wir haben ja eine gewisse fragwürdige Demokratie. An den Schaltstellen, wenn es um Troika geht, Internationale Währungsfonds, EU-Kommission, da spitzt sich das immer auf wenige Entscheider zu. Wie kann man dieses strukturelle oder funktionale Entscheidungsproblem lösen? Wir sind nun mal sehr viele Menschen in Europa. Also wie kann man das dahin kriegen, dass wir mehr Gerechtigkeit von unten nach oben kriegen? Das ist ja auch eine Strukturfrage, weil da setzen sich ja immer starke Interessengruppen durch, trotz oftmals auch gut gemeinter Ziele, die dann meistens gar nicht umgesetzt werden, weil besondere Interessen das maßgeblich sind. Das haben wir in allen Institutionen. Also wie kann man eine bessere Struktur finden, wo wirklich Demokratie herrscht? Das ist meine Kernfrage. Wir leben da ziemlich das Gegenteil. Das bin ich jedenfalls. Vielen Dank. Das ist natürlich eine sehr weitgehende Frage, die auch nicht ganz einfach, nicht so einfach zu beantworten ist, weil das eigentlich einen erheblichen Prozess voraussetzt. Weil wenn wir uns die Wirklichkeit anschauen, ist jetzt ja, dass wir mit der Troika und auch mit sogenannten Expertenregierungen, ich möchte noch daran erinnern, dass der Ministerpräsident Italien, Mario Monti, ein ehemaliger EU-Kommissar, ohne jegliche demokratische Legitimation durch Wahlen an das Regierungsamt gekommen ist, und das auch noch begrüßt worden ist von der überwiegenden Zahl der Parteien, dass diese Expertenregierungen natürlich jetzt eine Zuspitzung sind eines Defizits, was wir in Europa ohnehin haben. Wir haben in Europa ja das Problem, dass die Rechte des Europäischen Parlaments relativ gering sind und sie eigentlich keine große Rolle spielen, sondern dass wesentlich über die Europäische Kommission entschieden wird. Hier haben wir schon mal einen Konstruktionsfehler. Und es gibt ein ganz zentrales Mittel, was ja hier zu Lande kaum der Fall ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, was ja auch bei der Frage der europäischen Verfassung eine große Rolle gespielt hat. Das ist das Thema der Volksbefragung, des Referendums, auch des Volksentscheids. Also ich glaube, dass man auf jeden Fall sich auch in den Ländern stark dafür machen muss, dass mehr Elemente direkter Demokratie eingeführt werden, weil in den Strukturzusammenhängen, wie wir es da haben, bleibt die Demokratie auf der Strecke. Aber dazu müssen wir auch wirklich eine gesellschaftliche Bewegung entwickeln, und ich glaube, es geht nur von unten, dass eben solche Bewegungen entwickelt werden, die dann einen Druck ausüben, weil gegenwärtig haben wir die Situation, dass die Parlamente mehrheitlich, typisch Portugal, die Parlamente mehrheitlich genau dieses autoritäre Expertenregime absegnen, indem sie sich sozusagen selber ihre Rechte begeben, zustimmen, dass sie nichts mehr zu sagen haben. Das ist die Situation, die wir gegenwärtig haben, und die lässt sich, glaube ich, nur durch wirklich breite Bewegungen von unten verändern. Vielen Dank. Dann Sie,
Es geht mir eigentlich auch um diese Bewegung. Ich wollte da gerne, dass diesen Brief von Gröwald verbinden mit deiner Schilderung und unserer Schwierigkeit, die wir vielleicht hier haben. In dem Brief wird ja deutlich so irgendwo, naja, wir Deutschen zahlen das alles. Und wenn man dann hört, deine Schilderung, was mit den Banken passiert, was die an Geld zur Verfügung gestellt haben und dann das verschenken, wenn ich das den Kollegen erzählen würde, sagen, siehst du da, wir bezahlen das alles. Und da ist die Frage für mich, wie wir diese Bewegung da irgendwo hinkriegen. Und ich denke mal, ich bin zwar Gewerkschafter, also nicht mehr so aktiv, sondern als Rentner jetzt. Aber die Frage ist ja doch, unsere Kollegen glauben das ja auch alles. Und wie schaffen wir, und die Linke, dessen Thema das ist, haben wir vorhin kurz darüber gesprochen, gewinnt ja nicht aufgrund dieser Diskussion hier in Deutschland, sondern muss ja bangen, ob sie in NRW oder in Schleswig-Holstein eigentlich mal reinkommen. Und in Hessen, Gott sei Dank, haben wir noch keine Wahlen, aber es sieht auch nicht so gut aus. Also die Frage ist, wie können wir das hinkriegen, wie können wir dieses Thema als Kampagne, hast du Heinz ja angesprochen, wie können wir das eigentlich auch zum Thema machen, um dies aus den Köpfen herauszukriegen, auch glaubhaft, sag ich mal, eine Bewegung zustande zu kriegen, die, weil wir die zentralen Punkte eigentlich hier sind, auch in der Bundesrepublik. Weil wir das Zentrum sind und uns geht es noch relativ gut, aber relativ. Wie viel prekäre Arbeitsverhältnisse haben wir denn hier? Und das ist ja genau das goldene Argument, was du gesagt hast. Wir können jetzt nicht mehr sagen, die Banken sind dann schuld, sondern wir haben alle Schulden und wir müssen kürzer treten. Und das leuchtet den Menschen erstmal ein. Und diese Woche ist ja auch noch eine Diskussion über Kommunalpolitik. Und dann kannst du sagen, ja, was macht denn da die Linke? Was hat sie denn für Spielräume überhaupt noch? Und das alles zu vermitteln, das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit. Darüber müssen wir vielleicht auch mal nochmal vielleicht in der Diskussion versuchen, wie es zum Erfolg wird, dass so eine Demo funktioniert, aber wie es nicht nur eine Demo wird, sondern eine wirkliche Bewegung wird. Vielen Dank. Ich kann gerne darauf eingehen. Ich will erstmal ein Beispiel machen, weil ich glaube, dass in vielen Bereichen Aufklärung notwendig ist. Ich hatte gestern Abend eine Veranstaltung in Berlin mit einem Genossen aus Spanien und der hat Folgendes berichtet, bezogen auf Spanien. Weil ich nehme das Beispiel, das ich besonders plastisch finde. Die spanische Wirtschaft war ja wesentlich aufgebaut auf der Immobilienspekulation. Und seitdem sie zusammengebrochen ist, haben wir ein riesiges Problem. Und diese Spekulation, diese Immobilienspekulation, ist mit den Geldern deutscher Banken finanziert worden. Also hier sieht man den direkten Zusammenhang, der hier nicht wahrgenommen wird, zu was das eigentlich diente und wem man dann eigentlich hilft. Es hat auch viel was zu tun mit dem Thema legitime Schulden oder nicht legitime Schulden. Ich will das mal als Beispiel machen. Und ich glaube, dass man hier jetzt vom Inhaltlichen her nochmal, ich denke, dass wir nach wie vor das Thema Schuldenbremse, so wie es auch in Hessen bei der Frage des Volksentscheids eine Rolle gespielt hat, dass wir dies nochmal aufgreifen müssen. Weil das Thema Schuldenbremse ist etwas, was ja den meisten Leuten einleuchtet. Man hat es zwar in Hessen geschafft, dass 30% sich dagegen ausgesprochen haben, aber es waren 30%. Es waren keine 40, keine 50 und nicht mehr. Und wenn ich heute eine Umfrage mache, und wir hatten das auch im Saarland, so eine Umfrage zum Thema Verschuldung, Schuldenbremse, dann stimmen 80-90% der Bevölkerung dieser Schuldenbremse zu. Und zwar einfach aus vor dem Hintergrund, dass sie sagen, es ist was Schlechtes, Schulden zu machen. Das ist ja auch die Alltagserfahrung. Das ist ja insofern richtig, wobei allerdings das Modell des sparsamen Hausmanns oder der sparsamen Hausfrau nicht auf die Wirtschaft übertragen werden kann, weil man überlegen muss, wofür werden denn Schulden gemacht. Wenn die Schulden, ich sage es jetzt mal so, weniger kosten, als was sie an Ertrag haben, sind sie durchaus sinnvoll. Konkret ausgesprochen, wenn ich einen Kredit aufnehme, um damit eine sinnvolle, ertragreiche Investition machen. Das kann ich auch volkswirtschaftlich übertragen im Sinne von Mehrung sozusagen des Wohlstands. Dann macht das Sinn. Und die Frage ist, wie kann ich denn eine Verschuldung auch, natürlich muss man sie auch begrenzen, wie kann ich sie in erträglichem Maße haben?
gibt es im Grunde genommen zwei Wege. Was wir hier machen und das, was auf Europa übertragen wird, ist eine ausschließliche Sparpolitik. Eine ausschließliche Sparpolitik. Und man kann auch Schulden begrenzen durch eine andere Politik, nämlich der Stärkung der Einnahmen. Das ist eigentlich ganz logisch. Was hier überhaupt nicht gemacht wird, mit der Folge, dass die Schulden dann sozusagen bezahlt werden oder das Sparprogramm bedeutet Abbau von Sozialleistungen, Einsparung und dergleichen, während wir auf der anderen Seite, um das nochmal aufzugreifen, erheblich Steuern gesenkt worden sind. Der Peter Bofinger, ein ja nicht ganz unbekannter Wirtschaftswissenschaftler, hat gesprochen von einem Jahrzehnt der Entstaatlichung, was stattgefunden hat in der Bundesrepublik Deutschland. Das bedeutet, die Einnahmen sind gesunken, weil man eben die Steuern gesenkt hat. Und man hat nicht irgendwelche Steuern gesenkt, weil nämlich die Steuern, Lohnsteuer und dergleichen mehr sind sehr stark angestiegen im Verhältnis zu den anderen, sondern man hat gesenkt, man hat erstens keine Vermögensteuer, die es ja mal gab, wo man sich bisher weigert, die einzuführen. Die Erbschaftssteuer ist eine der niedrigsten im Vergleich zum europäischen Ausland. Die Unternehmenssteuern sind gesenkt worden und in Finanzgeschäfte gibt es so gut wie gar keine Steuern. Das heißt, ich muss also das umdrehen und auch die Steuerpolitik verändern. Und ich glaube, um da auf die Kampagne auch zu kommen, wir müssen auch darstellen, dass das, was wir haben, auch ein Gerechtigkeitsproblem darstellt und eine Frage der Verteilung auch darstellt. Und dass wir dagegen angehen müssen, das ist eben das, was noch vielfach in den Köpfen ist, als ob diese Politik ohne Alternative sei. Sie ist nicht ohne Alternative. Das ist genau das Problem. Und ich glaube, da müssen wir sehr mühsam, aber wir müssen auch in kleinen Schritten Aufklärungsarbeit machen. Wir müssen dazu auch Kampagnen machen, wie beispielsweise am 12. Mai, am 16., 18. Mai. Wir müssen das nutzen, wir müssen den 1. Mai dazu nutzen. Das ist sicherlich hier bei uns aufgrund der geringeren Betroffenheit, wie beispielsweise in Portugal, schwierig. Aber wir müssen das machen, weil wenn wir das nicht machen, dann wird es nie eine europäische Lösung geben. Ja, wenn ich da auch nochmal einhaken darf, in den Zusammenhängen, in denen wir uns bewegen, also sei es, wir haben ja noch außerhalb der politischen Arbeit alle vielleicht noch, der ein oder die andere noch, Vereine oder ich zum Beispiel Elternbeiratsarbeit oder kommunale Mandatsträgerschaften, immer wieder darauf hinzuweisen, die soziale Frage zu betonen und immer wieder darauf hinzuweisen, dass es ja keine Sparpolitik im klassischen Sinne ist, sondern eine Kürzungspolitik und dass wir uns Gedanken machen müssen um die Einnahmen und nicht nur um die Ausgaben. Ich kann das ganz kurz schildern, bei mir in der Stadtverordnetenversammlung ging es um den Haushalt und das ist ja die wichtigste Königsdisziplin und an dem Abend saß eine Gymnasial-Oberstufenklasse da und ich habe nach 25-minütigen, 35-minütigen, 20-minütigen Reden der anderen Fraktion, kam ich da natürlich als Letzte dran und habe wirklich nur 4 Sätze oder 5 Sätze gesagt, habe gesagt, ich kann dem Haushalt aus dem und dem Grunden nicht zustimmen und wir müssen uns verabschieden von der schwäbischen, wir haben einen öffentlichen Haushalt und keinen privaten Haushalt, wo Schulden was Schlechtes sind oder Schuldenabbau was Gutes ist, sondern wir müssen in die Krise, und ich hatte dann die entsprechende Handbewegung gemacht, antizyklisch in die Krise investieren. Und am nächsten Morgen wurden die Kinder gefragt oder die Jugendlichen gefragt, was ist euch, welche Parteien sind im Parlament und bla bla bla. Und dann wurde gefragt, was ist euch im Kopf geblieben. Und da hatten alle die Hundesteuererhöhung der anderen Parteien als Einnahmen. Und sie hatten antizyklisch, also da hatten sie alle, dass man in der Krise antizyklisch arbeiten muss, war ihnen bekannt, war ihnen fest. Und eine Gemeindewirtschaftssteuer, wo mich Väter anschließend nach der Sitzung darauf angesprochen haben und gesagt haben, das wäre ihnen ja überhaupt noch nicht in den Sinn gekommen. Also ich wollte damit nur klar machen, dass wir in allen Zusammenhängen, in denen wir uns bewegen, in denen wir leben, in denen wir arbeiten, immer wieder das betonen, wir kommen in der öffentlichen Presse nicht vor. Meine Familie sagt ja, was sagt die Linke dazu? Ihr gibt keine Opposition im hessischen Landtag, die Linke heißt. Es kommt nur die Grünen und die SPD vor. Und wir müssen in den Zusammenhängen, in denen wir stehen und tagtäglich umgehen, immer wieder unsere Positionen darstellen. Das wollte ich nur dazwischen schieben. Und dann darf ich Sie und dann den Frank, David und Mutti. Danke. Und dann Frank. Ja, zunächst ein kleiner Einwurf zum Thema Steuergerechtigkeit.
Das sollte man inzwischen europäisch diskutieren und sollte sich vor Augen führen, dass in Deutschland nicht nur Körperschaftssteuer gesenkt wurde, sondern deutsche Konzerne im osteuropäischen Billiglohn- und Niedrigsteuerbereich weitgehend in Sonderwirtschaftszonen wirtschaften und null Steuern zahlen, beziehungsweise 50% inzwischen nach 10-jähriger Tätigkeit, 50% der eh sehr niedrigen Körperschaftssteuer. Der größte Steuergangster Europas, so muss man es ganz offen sagen, heißt Volkswagen. Volkswagen, außer in Tschechien, in allen osteuropäischen Standorten arbeitet in Sonderwirtschaftszonen. Die Sonderwirtschaftszonen sind zum Teil entgegen EU-Richtlinien, entgegen nationalen Gesetzen, in Boomstädten eingerichtet worden, zum Beispiel Volkswagen Poznan, der größte Industriebetrieb Polens, hochproduktiv. Wie gesagt, das zum Thema Steuergerechtigkeit, ich weiß, die IG Metall hört das auch nicht gern, aber das ist, denke ich, ein Thema, wenn es darum geht, zum Beispiel auch die südeuropäische Krise zu analysieren, denn die hängt natürlich auch mit Osteuropa zusammen und hängt damit zusammen, dass plötzlich in der EU andere Länder zur Verfügung standen mit noch niedrigeren Löhnen, zum Beispiel für die Automobilzulieferer, für bestimmte Bereiche der Lebensmittelindustrie. Und zum Teil konnte man ja die Verlagerung regelrecht sozusagen von Tag zu Tag verfolgen. Griechenland leidet unter anderem darunter, dass die Lebensmittelindustrie 100 oder 200 Kilometer weiter über die griechisch-bulgarische Grenze gegangen ist. Für Spanien und Portugal gilt das insbesondere für die Automobilzulieferer. Ich wollte aber eigentlich noch was anderes sagen, weil ich mich auch ein bisschen da als Skeptiker betätigen wollte. Das knüpft jetzt auch daran an, was sozusagen das Rezept sein könnte, um diese gewaltigen Ungleichgewichte, die sich ja in der EU ergeben haben und jetzt inzwischen nicht nur im Bereich der Handelsbilanzen, sondern der Zahlungsbilanzen, es fließt ja auch eine Menge Kapital aus den Südländern zurzeit in den Norden. Das weiß ich nicht, ob es hier reicht zu sagen, gut, wir müssen in Deutschland Kaufkraft stärken, Löhne erhöhen und im Süden öffentliche Investitionsprogramme starten, die quasi auf diesem Wege konkurrenzfähig machen. Also gibt es zumindest zu bedenken, es gibt zumindest in Griechenland sehr ernsthafte Stimmen, die sagen, die Rekonstruktion der Demokratie und die Wiederbelebung der Ökonomie läuft nur über die Wiederherstellung der Währungssouveränität. Das muss man, denke ich, diskutieren. Und ich habe sogar den Eindruck ein bisschen, dass auch das Finanzkapital natürlich mit diesen Gedanken spielt, dass man jetzt einfach die Phase nutzt, um quasi das letzte Postamt zu privatisieren, um Sozialreformen durchzudrücken und dann irgendwann doch sagt, sorry Leute, es klappt nicht, fangt wieder mit Drachmen oder mit Pesos an. Also ich finde, es ist eine berechtigte Diskussion, ist der Euroraum in dieser Form eigentlich noch überlebenswert? Das ist nämlich unsere Frage, die dazu kommt. Und ist er eigentlich auch aus unserer Sicht politisch berechtigterweise überlebensfähig? Eine Frage dazu, wie weit ist der Euro daran beteiligt, an dieser Krise oder an der ganzen Entwicklung, auch an der Ungerechtigkeit oder an der Entwicklung der Schulden? Wie ist der Euro daran beteiligt? Weil wenn man in die Bevölkerung guckt, sehe ich ja an mir, die Familien sind verschuldet, viel verschuldet, also mehr als früher, die Städte sind verschuldet, die Bundesländer sind verschuldet, der Staat ist verschuldet, Europa ist verschuldet. Ist nicht wahr, da ist doch was faul. Dass die alle jetzt in dieser Phase des Euros verschuldet sind. Und die waren doch früher nicht so stark verschuldet, aber in der Phase des Euros sind sie alle verschuldet. Also es ist natürlich klar, dass die Europäische Union und insbesondere der Euro, die Eurozone, einen Konstruktionsfehler hat. Und zwar von Anfang an einen Konstruktionsfehler,
in dem praktisch das Pferd vom Schwanz aus aufgezäumt worden ist. Das heißt, man hat erst eine gemeinsame Währung geschaffen und die Grundlagen einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik oder einer Einigung oder überhaupt einen Plan für eine gemeinsame wirtschaftliche Entwicklung gibt es nicht. Und zur Zeit der nationalen Währungen war es natürlich so, dass man über Auf- und Abwertungen sozusagen Wettbewerbsvorteile bzw. Nachteile ausgleichen konnte. Das war ja auch der Punkt, das ist immer gemacht worden. Das klassische Beispiel dafür in Europa ist Italien, die immer sehr stark abgewertet haben, um dann eben wieder wettbewerbsfähig zu sein im Export. Und das ist natürlich mit dem Euro weg. Das ist mit dem Euro weg und das bedeutet, dass im Grunde genommen das eigentlich nur funktionieren würde, wenn man die Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder dann auf eine andere Weise ankurbeln würde. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das kann keiner abwerten. Innerhalb des Euros kann keiner abwerten, das geht nicht. Die sind innerhalb einer Zone und das bedeutet natürlich, dass wenn wir da ein entsprechendes Gefälle haben, auch in den Preisen, es riesige Wettbewerbsunterschiede gibt. Das ist eigentlich das zentrale Problem und deswegen da auch immer die Überlegung, doch wieder zu nationalen Währungen zurückzugehen, wobei allerdings gegenwärtig niemand sagen kann, was das für Auswirkungen haben wird, aufgrund der Integration, die wir ja dann in anderen Bereichen haben. Und die Frage ist eben doch, ob da nicht also bestimmte Dinge angeglichen werden müssen. Zum Beispiel gibt es in dem Zusammenhang auch den Vorschlag einer sogenannten Transfer- oder Ausgleichsunion. Das heißt, dass nicht nur diejenigen, die sozusagen Defizite haben, etwas tun sollen, um ihre Defizite abzubauen, sondern dass die Länder, die Überschüsse haben, auch dazu gezwungen werden, ihre Überschüsse ein Stück weit abzubauen. Also diesen Vorschlag gibt es unter den Wirtschaftswissenschaftlern auch in dem Zusammenhang. Und ich bin der Auffassung, dass man insbesondere etwas tun muss, um dann auch diese Wirtschaftskraft zu stärken. Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Das geht nicht nur über die Frage der Ausgleich der Preise, sondern die Frage, wo liegen eigentlich die Grundlagen für die Wirtschaft und wo liegen eigentlich Grundlagen auch für eine Binnenentwicklung der Wirtschaft. Wenn wir das so machen, dass sozusagen dort, wo man national ansetzen könnte, also an den Stärken, man nennt es ökonomisch sozusagen Stärkung der sogenannten endogenen Entwicklung, also der Entwicklungspotenziale, die es gibt, wenn man stattdessen sozusagen die kaputt macht, dann wird das ganz, ganz schwierig werden. Oder wenn man eine Wirtschaft wie im Falle Spaniens ausschließlich auf einer fremdfinanzierten Immobilienspekulation aufbaut, dann wird man das nicht machen können, weil inzwischen genau das stattgefunden hat, auch in Spanien, was das Beispiel mit VW war, dass nämlich ein Teil der spanischen Industrie beim Automobilbereich auch unter der Knute stand, wenn sie das nicht gemacht haben, was VW, ich weiß es von Seat, dem war gut. Was VW nicht wollte, dann hat man damit gedroht, dass es dann nach Bratislava oder irgendwo anders hingeht. Das damit verbunden bedeutet, dass natürlich die wirtschaftliche Grundlage dieser Länder auch zum Teil wirklich schwer angeschlagen ist. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass ein ganz zentralen Punkt darstellen müsste, so etwas wie ein europäisches Investitionsprogramm, aber nicht irgendwo Gelder zu geben, sondern zu fragen, wo liegen die Stärken und Schwächen, was kann man fördern, was sollte man nicht fördern und was macht eine sinnvolle Entwicklung aus, dass man über diesen Weg auch nochmal die Wettbewerbsfähigkeit bzw. überhaupt die Wirtschaft stärkt. Da geht es gar nicht darum, jetzt große Wettbewerbsfähigkeit, sondern um die Frage, was haben wir an Stärken dabei. Ich glaube, dass das ein zentraler Ansatz ist, aber ich stimme völlig zu, dass man darüber diskutieren muss, was es bedeutet, ob man den Euro in der Form halten kann oder nicht. Das ist sicherlich auch eine Diskussion. Es gibt ein Argument, warum ich nicht glaube, dass das Kapital aus dem Euro geht, weil das deutsche Finanzkapital daran ist, hier ist ein deutsches Kapital am Euro interessiert ist, weil sie davon erheblich profitieren. Vielen Dank. Dann ist der, womit der Frank redet. Ja, also, wenn ich das an Deutschland habe, könnte ich auch zu meinem Argument, dass wir gerade Europa zahlen müssen, über was wir jetzt noch gar nicht oder was noch gar nicht gemacht haben, ist, dass ja eigentlich diese Rettungspakete, dass viele der Schulden ja auch an deutsche Banken wieder zurückgezahlt werden. Das ist ja eigentlich nur, von der deutschen Massebevölkerung an deutsche und französische Banken und natürlich auch noch andere Banken eigentlich nur weitergeleitet wird. Und das ist natürlich den Umweg über ein anderes Land, über Rettungspakete nehmen, weil sonst würden wir es ja gar nicht akzeptieren. Und dafür, um das zu weisen, muss man sich einfach nur die Bilanzen der Banken in Deutschland angucken. Also die Deutsche Bank hat ja für dieses Jahr auch schon wieder ein richtig hohes Zielpunkt genutzt, die
kompliziert, also irgendwie 10, 11 Milliarden oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das kriegt leider auf jeden Fall nicht ganz dafür. Das ist ziemlich viel, ziemlich hohe Profitprognose. Und das finde ich immer, also kann man sehr gut dem entgegenhalten. Also, dass wir da eigentlich gar nicht für die Menschen in Griechenland oder Portugal zahlen, sondern nur für die deutschen Banken. Und auch zur Frage von den Schulden. Ich finde, man müsste gar nicht so zwischen legalen und illegalen Schulden argumentieren, weil ich finde, den Menschen in Portugal oder Griechenland, glaube ich, muss man es natürlich klar machen, ob jetzt diese oder jene Schulden gerechtfertigt sind, sondern ich glaube, man muss eher generell für eine Streichung der Schulden argumentieren und eigentlich auch in Deutschland. Weil ich meine, wir haben ja auch sehr viel, sehr viel Krise ausgegeben für die Banken, wo sich bei den Banken gar nichts geändert hat. Da können wir auch sagen, hier, ihr hattet eure Chance gehabt, ihr habt nichts Sinnvolles gemacht, wir nehmen uns jetzt die Schulden einfach wieder. Und dann noch ein Punkt zur Frage der Linken. Also ich finde das ja gerade in Griechenland besonders schlimm, dieser Spaltung zwischen Syriza und der kommunistischen Partei. Weil die haben jetzt ja gerade in den Wahlprognosen zusammen irgendwie ungefähr 30%, also richtig, richtig große Zustimmung da. Und in Griechenland ist es so, wenn die größte Fraktion da kriegt, bei einer Wahl kriegt die nochmal 100 Sitze dazu. Das heißt, es wäre sogar möglich, wenn Syriza und die kommunistische Partei zusammen eine Fraktion bilden, dass die dann die Mehrheit, dass die Regierung stellen würden. Und in so einer Situation dann nicht zusammenzuarbeiten, nicht die Chance zu nutzen, da wirklich eine Regierung im Sinne der Masse, der Bevölkerung, im Sinne der Arbeiter und so zu stellen, finde ich dann besonders wichtig. Also die Regierung, die könnte ja dann anfangen mit so Programmen wie Streichung der Schulden zu schaffen von Investitionsprogrammen und so weiter, was ja natürlich dann auch eine massive Ausstrahlung in andere Länder haben könnte und sich dann ziemlich schnell verbreitern könnte und so. Und das finde ich dann besonders schlimm, dass das nicht passiert. Danke, Frank. Du, Frank. Nochmal, da war die Frage, also wie hier eine Bewegung losgeht. Ich denke, das ist nicht so einfach. Man kann es nicht dekreditieren. Und dieser Brief da von der CDU Knüllwald, ich denke, der widerspiegelt auch so ein bisschen das Bewusstsein, was in großen Teilen der Bevölkerung hier vorhanden ist. Und der Kauder, also da nochmal sein Zitat, da das jetzt in Europa jetzt auf Deutsch gesprochen wird. Das war kein Zufall, auch kein Ausrutscher. Ich denke, das war gesetzt und bedient auch einen gewissen Chauvinismus. Guck mal, wie es dann in Griechenland und Portugal und Irland aussieht, uns geht es noch gut und wir strotzen vor Kraft, das kommt ja auch dauernd, wird ja über die Medien transportiert. Und auf der anderen Seite denke ich, der Umgang, wie mit Griechenland umgegangen wird, auch mit Portugal, also Portugal spielt ja nicht die großrolligen Medien, aber vor allem Griechenland, dass da so eine Art Exempel statuiert wird, irgendwie an der Arbeiterklasse Griechenlands, also man hat den Eindruck, die können sich tot general streiten, also das bringt eh nichts. Bitte? Machen Sie ja schon. Ja, also ich weiß nicht, die haben 20 Generalstreiks in weniger als 3 Jahren hingelegt. Und ich glaube, die Beteiligung hat auch zum Schluss abgenommen. Also weil man einen gewissen Punkt nicht weiterkommt. Also wäre interessant, jetzt zu Portugal, gibt es denn auch irgendwelche Tendenzen irgendwie, dass sich Betriebe zu besetzen oder auch irgendwie sowas wie die Selbstverwaltung und so aufzubauen. Bei der Revolution oder bei Prozessen, also wo man gegenläufig agiert hat, war auch wichtig, also sowas wie Doppelherrschaft zu schaffen oder eigene Strukturen. Ich denke, wir in Deutschland müssen also wirklich kleine Brötchen backen oder also wirklich auf die Sachen eingehen, wo es jetzt tatsächlich brennt. Also eine Folge der Schuldenbremse in Hessen ist, der ja hier vor dem März sanktioniert worden ist, dass der hessische Finanzminister vorhat, eine der größten Wohnungsbaugesellschaften zu verkaufen. Das ist die Nassauische Heimstätte, die Wohnstadt. Da haben zum einen die Mieter Angst, dass ihre Wohnungen verkauft werden, also auch nicht unberechtigt, dass die Mieten steigen oder dass nichts von den Häusern gemacht wird. Also wenn was von privaten Investoren gemacht wird, dann steigen die Mieten oder die Mieter werden vertrieben oder sie lassen die Häuser verfallen, also gibt es ja diese und diese Erfahrung. Und was wir uns etwas weiter denken, den Menschen halt wichtig ist, man braucht solche großen Gesellschaften, um auch Infrastrukturpolitik zu machen. Also die ganzen Kasernengelände hier in Kassel, also hier ist die Bundeswehr ja vom Eichel damals rausgesetzt worden, also jetzt Hasenheck oder Marbachshöhe oder sowas, die hätten ja nicht so umgestaltet werden können zu Wohngebieten oder auch
sich neue technologische Unternehmen anzusiedeln, wenn sich diese Wohnstadt gegeben hätte, die an die Welt in die Hand nehmen kann und da Infrastruktur machen kann. Also wir als Linke haben es jetzt vorgenommen, also zumindest das Wahlkreisbüro nach diesen Wahlen in NRW, gezielt die Stadtteile aufzusuchen, wo viele Wohnungen der Wohnstadt sind, auch Unterschriften zu sammeln und nochmal mit den Mietern zu reden. Wir haben im März also fast flächendeckend in alle betroffenen Wohnungen also Zettel reingeschmissen, um die Leute darüber aufzuklären, dass der Finanzminister vorhat, ihre Wohnungen zu verkaufen. Ich denke, wir müssen da ganz konkret ansetzen und auch dann Geduld haben. Also. Ja, was ich noch spannend finde, ist da der Zusammenbruch der Immobilienmärkte in Spanien, in Italien, in, ja auch in Portugal. Ein bisschen etwas, wir hatten nicht so eine große Immobilienmarkt wie in Spanien. Also, ich wollte nur sagen, uns ist die Tendenz gegenläufig, also das drückt sich auch schon, also eine gewisse Angst drückt sich auch aus, also Leute, die Geld haben, investieren zurzeit in Deutschland viel in Immobilien, sogar der Kasseler Immobilienmarkt ist fast leergefegt, also bis zu einer bestimmten Preisklasse, also ja. Danke. Ich hatte mich drauf gesetzt, ich hatte nur eine kurze Frage, das ist mir eben bei deinem Vortrag, du sagtest, in Portugal ist die größte Auswanderung in Westeuropa zu verzeichnen. Ja. Wo wandern die Menschen hin? Also Brasilien zuerst, also ja. Brasilien ist zur ersten Frage, weil die Sprache ja, Brasilien hat eine sehr große, sehr viel Universität, wo technische Leute brauchen, also Portugal exportiert nach Südamerika und auch nach Deutschland, Frankreich, Luxemburg, die Schweiz, viele Techniker, also Ingenieure, Doktor und so weiter und so weiter. Und die Brasilianer sagen, okay, super, wir können sie brauchen hier. Also, ja. Und Schwäbisch Hall gibt es 12.000 Bewerbungen von Portugiesen jetzt. Sie hatten eine Ausschreibung, einen Artikel in der portugiesischen Wirtschaftszeitung, das war letzte Woche im Deutschlandfunk, da sind in Schwäbisch Hall, also beim Arbeitsamt, allein 12.000 Anfragen, also Bewerbungen. Aus Portugal. Also es gibt zwei Generationen von Auswanderern heute in Portugal. Eine wie meine Familie, die ging während dem Faschismus Land von dem Regime und kam in die Schweiz. Frankreich oder Österreich und die schafften erst also auf dem Bau oder machten andere Untergrundjobs und jetzt also haben das wir wieder, also Leute, die auf Deutschland auf den Bau kommen oder auf Holland oder so weiter in Zentraleuropa oder die andere Seite Jugendliche, wo ein Studium gemacht haben und dort gar keinen Job finden und suchen in Europa oder in Brasilien oder in Angola. Angola, oder? Ehemalige Kolonial. Ja. Also, die spricht auch Portugiesisch. Ja, also, und Angola hat ja eine Stärke. Sie wächst jetzt, die Wirtschaft wächst jetzt groß. Es wird auch sehr eine große Spekulation, Krise in den nächsten Jahren haben, weil Luanda zum Beispiel ist die teuerste Stadt der Welt. Ist Luanda. Total Spekulation und so. Und in Brasilien vor allem, ich habe viele Kollegen von mir auch Genossen, die jetzt in der Universität sind und dort Schule geben, also sind Professor in der Universität. Noch eine andere kleine Information. Also, man hörte mehrmals von Merkel, dass in den Südländern es uns zu gut gab, also dass wir nicht schaffen und so weiter. Aber und auch von Sarkozy und so. Also jetzt nicht von Sarkozy, weil er die portugiesische Wähler in Frankreich braucht. Aber der Mindestlohn in Portugal ist von 485 Euro monatlich. Und der Durchschnittslohn ist von 750 Euro. Ist noch niedriger als der Mindestlohn und der Durchschnittslohn aus in Griechenland. Und was während Jahren passiert ist, dass viele deutsche, französische und andere
und andere Fabrik- und Industrie nach Portugal kamen, zum Beispiel Volkswagen, Rode, Bombardier und so weiter, die kamen nach Portugal, viele kamen auch noch europäisches Geld über, weil die Fabrik musste man ja bauen, oder? Zum Beispiel die Fabrik der Volkswagen in Lissabon oder die Rode, Rode in Santa Maria da Feira wurden mit europäischem Geld gebaut. Da kamen sie, bis heute zahlen sie keine Steuer und dann wie Rode gehen sie nach Polen oder nach Ungarn oder nach Bulgarien oder nach Rumänien und dort kommen sie wieder europäischen Geld und die Fabrik bauen, zahlen dann wieder keine Steuern und nach ein paar Jahren nach Marokko oder nach Indien oder einem anderen Land, wo sie dann wieder Geld kriegen, dass sie seine Fabrik nicht müssen zahlen und nachher keine Steuern müssen zahlen. Also, auch die ganze Schuldenpolitik hat während Jahren den deutschen Kapital und den französischen Kapital als den Herrscher des europäischen Kapitals gut gedient, weil auch in Portugal, wir wissen, also wenn kaufen wir die Waffen, wir kaufen wir die Waffen. Also, wir kauften Anfang der Krise, hat der portugiesische Staat zwei U-Boote für 2 Milliarden Euro gekauft. Und wir hatten schon Austeritätspolitik mit der Regierung Sokrates. Und wieso kauft man das? Ja, das kauft man an der Stahl. Und man weiß ja, es ist einfach. Ein Politiker oder ein Minister, die sind ja günstig. Und wenn er Portugies ist, der ist noch günstiger, oder? Also wichtig ist, dass man das exportiert, nur eine andere Information über, was man vielleicht in Deutschland kann sagen. Also wenn man heute auf Europa guckt, dann sieht man, dass Portugal, Irland und Griechenland haben Austeritätspläne mit Troika-Besetzung. Aber Spanien, Italien, Holland, Belgien, England und Zypern haben schon große Austeritätspläne. Und Holland oder andere, oder die französische Sozialistenpartei kann schreien, dass er keine Austeritätspolitik macht und dass er den Finanzpakt nicht akzeptiert und so weiter. Aber wir wissen, was Alain Juppé vor ein paar Jahren gemacht hat. Er hat dann gesagt, also, das ist nicht mein Europa, ich bin dagegen Maastricht und so weiter. Und zwei Wochen danach hat er das auch eingeführt. Frankreich hat mit Sarkozy auch schon eine Austeritätspolitik gehabt. Ja. Und wird dann Deutschland keine stärkere Austeritätspolitik haben? Die deutsche Wirtschaft lebt ja von einem starken Exportsystem. Wer kauft dann? Wenn ganz Europa Austerität hat, wer hat dann Geld zum Kaufen? Also, dann kann ich in Portugal also keine Siemens mehr importieren, keine Volkswagen mehr verkaufen und so weiter und so weiter. Ich habe noch zu den Euro noch eine Anmerkung. Und zwar, die Wirtschaft boomt in Deutschland, die wird auch noch weiter boomen, nur man hat, was unser Problem ist, an die Bevölkerung floss nichts zurück. Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, muss ich sagen, die Bevölkerung hat doch jahrelang Zurückhaltung gesucht. Wir sind noch im 4% oder was, sind wir im Minus. Und das bleibt ja noch weiter so, durch vielleicht Inflation und sowas, da hat die Bevölkerung keinen Zuwachs, nehme ich mal an. Jetzt wenn die Rettungsschirme kommen und wenn einmal hat die Bevölkerung einen riesen Mango, auch in Deutschland, egal ob der noch gut geht oder nicht geht. Viele stehen ja hier auf dem Euro und sind auch noch der Linksferne. Das ist die Ferne von den Linken. Das ist etwas schade, dass die so einen Mechanismus in sich haben. Den Deutschen geht es noch wirklich zu gut und wir brauchen keine linke Partei und brauchen diese Argumente nicht. Aber ich meine, wir brauchen sie trotzdem. Die Deutschen haben Zurückhaltung geübt, wenn die Rettungsschirme kommen und wenn die 300 Milliarden da jetzt gegeben werden, die kommen ja dann nicht aus der deutschen Wirtschaft, sondern die Bevölkerung soll es ja an der Steuerzahler, soll ja das bezahlen. Das ist doch eine Ungerechtigkeit, eine weitere Ungerechtigkeit, die unter den vielen Ungerechtigkeiten noch grassiert. Auf
einzeln sind die Deutschen reich oder was, und sind sehr renitent, wenn ich was sage, bis man eine linke Partei wählt. Und trotzdem ist diese Ungerechtigkeit auch, das stört mich. Ja, aber das ist doch genau der Ansatzpunkt, den wir ausbreiten müssen. Das, ja, das ist der Ansatzpunkt, richtig, weil der Punkt ist, alles redet vom Aufschwung, den es auch in bescheidener Maße gab, der ist an der Bevölkerung vorbeigegangen. Das muss man ganz eindeutig sehen. Und da gibt es ja auch ein Stück weit Widerstand. Also wenn ich mir überlege, die Tarifrunde jetzt auch im öffentlichen Raum sah dieses Jahr etwas anders aus als in den Jahren davor. Und ich hoffe, dass auch in der Metall, da kann man auch noch kritisch sein, ich weiß, aber trotzdem, sehr, ja, man kann auch sehr kritisch sein, habe ich überhaupt gar keinen Punkt. Dennoch hat es eine andere Stimmung zum Teil gegeben, ob sie dann wirklich die Ziele erfüllt worden sind, das können wir gerne nochmal extra diskutieren. Aber der Punkt ist, dass natürlich, glaube ich, wir auch mithelfen müssen, was die Tarifbewegungen angeht, dass das genau in diese Richtung geht. Das sind Ansatzpunkte. Wir haben es ausgesprochen schwer, haben wir vorher schon mal gesagt, solche Kampagnen zu machen. Aber wir müssen die Ansatzpunkte, die es gibt, aufgreifen. Und ich glaube, man muss auch einfach deutlich machen, dass viele auch Verlierer dieser Entwicklung sind. Wir haben einen ausgesprochenen großen Sektor prekärer Arbeit. Prekäre Arbeit heißt schlecht bezahlt, schlechte Arbeitsbedingungen, unsicher. Das hat zugenommen. Das bedeutet, dass es gab auch eine Studie dazu, jeder Vierte, jeder Fünfte ist in einer solchen prekären Arbeit und jeder Sechste ist von Armut bedroht in diesem doch so reichen Land. Und das, glaube ich, muss man deutlich machen, dass das vorbeigeht. Deswegen habe ich vorher auch von dieser Gerechtigkeitslücke gesprochen, die da ist. Das sind, glaube ich, die Ansatzpunkte und das müssen wir auch versuchen, gemeinsam weiter zu diskutieren und zu gucken, dass die Aktionen, die wir jetzt auch planen, dass die auch ein Erfolg wird. Es wird nicht die Dimensionen haben wie in Portugal. Es wird nicht die Dimensionen haben wie in Griechenland. Aber es besteht die Notwendigkeit, weil das schlägt auf uns zurück. Auch wenn in der Tat es so ist, dass die Exporte nach Europa etwas zurückgegangen sind, trotzdem ein großes Absatzverhältnis Europa immer noch wird auch zurückschlagen. Und wir müssen auch hier etwas tun dafür, dass sich auch Bewegung in Deutschland zeigt. Ich glaube, das ist das wichtigste Zeichen der Solidarität auch für die anderen europäischen Länder, dass sich hier endlich mal was tut. Ich bin jetzt, ich habe noch zwei Menschen auf der Rednerliste, euch beide, und dann würde ich gerne die Rednerliste schließen, damit wir um 21 Uhr mit einem kurzen Statement noch der beiden die Veranstaltung beenden können. Ganz kurz, sagt man offiziell, dass vom Griechenland Geld in die Schweiz liegt, so und so viel. Warum kann man nicht holen? Sie haben keine Steuern bezahlt, hat mir das ist richtig. Das ist mir unbegreiflich. Sie jammern, ist, ja, sie haben kein Geld, aber holen nicht. Ja. Und der zweite ist, finde ich auch unverständlich, warum kann man die Schweiz irgendwo nicht in Pflicht nehmen. Wieso nicht? Vielleicht ist es einfach die Schweizer Beenden. Ganz kurz, 2000 Griechen gehören 80% des Vermögens in Griechenland. Also das ist schon richtig, aber wir können Schweiz schlecht zwingen, die Banken zu öffnen. Ja, aber man hätte auch kein deutsch-schweizerisches Steuerabkommen machen müssen, in der Form ist gemacht worden. Das hätte man auch nicht machen müssen. Das stimmt. Das war Deutsch-Schweizer. Eine kleine Frage. Ist denn das die Krisenländer, oder wie Griechenland, Irland, Portugal? Wie ist die politische Miteinanderverkupplung oder die Solidarität miteinander? Das ist wichtig, weil. Wie sagt man, drei Nichtschwimmer, wenn die in einem Schwimmbad spielen, klammern sich. Ist das so oder ist die, dass man so ein Beispiel geben kann? Ein reicher Land hat nicht so viel Solidarität zu mit Deutschland zu Polen. Wie sieht die Lage da aus? Wie sieht die Lage da miteinander? Ja, also, die portugiesische Regierung sagt das Gleiche. Portugal ist nicht Griechenland. Das sagt es täglich. Ich sehe das. Die portugiesische Regierung sagt, nein, wir sind hier die guten Schüler, die Griechen sind die schlechten Schüler. Da kommt Merkel und sagt, ja, die Griechen, die machen kein richtiges Austeritätspolitik, das stimmt gar nicht, also zuerst, den IVF
zeigt, dass die Griechen noch mehr Austeritätspolitik hatten, als dies sie sollten machen, durch den Programm. Und dann kommen die Iren und sagen, nein, nein, wir sind nicht wie die Portugiesen, weil wir Iren sind, also die Regierung, oder? Und wir sind auf keinen Fall die Griechen. Also zwischen der Regierung, was haben wir? Dann, also vor ein paar Wochen hat es so ein Rechtspolitiker-Idiot im Europäischen Parlament hat gesagt, wir Portugiesen müssen Deutscher als Merkel sein. Also, die Rechtspolitik kreiert so eine Ansage, dass auf keinen Fall wollen wir mit der griechischen Regierung irgendetwas planen oder mit der irischen Politik. Nein, nein, wir hier allein können unsere Probleme allein ändern. Aber zwischen der Linken von Griechenland, von Portugal und von Irland. So, schon im letzten Jahr, Anfang dieses Jahr hatten wir eine große europäische Konferenz, da kamen auch Genossen von der Linke. Da waren Lapavitsas von Griechenland, waren auch Genossen von Syriza, Genossen von Sinn Féin, von Irland. Und wir diskutieren mehrmals, was wir als Linkspartei zusammen können tun. Eine andere Sache, also zum Beispiel jetzt um den Fiskalpakt, hat Portugal, also wir Bloco mit anderen Parteien wie der Linke und auch der Linke in Luxemburg und auch Syriza in Griechenland und Sinn Féin in Irland, alles haben vorgesagt in seinem Parlament, dass wir den Fiskalpakt wollen. Wir wollen ein Referendum über den Fiskalpakt. Also über mehrere Politik und Sachen, die uns gleich treffen, haben wir probiert, eine europäische Alternative zu kreieren, wie hier der Genossen gesagt hat. Also, dass wir zusammen gegen denselben Feind kämpfen. Also, deswegen hab ich in meinem Diktat gesagt, dass es so wichtig ist, dass wir in dieser Krise eine starke europäische Alternative kreieren. Und deswegen, also jetzt, wir diskutieren schon lange, es ist eine Diskussion, die Portugal schon seit Jahren lang geht. Und ich hoffe, dass diese Krise uns das, dass wir das während dieser Krise können machen. Das ist nicht vielleicht ein europäischer Generalstreik, aber ein Generalstreik in allen Ländern, die von der Troika betroffen werden. Und das ist sehr wichtig. Also ich weiß, es ist vielleicht nicht sehr einfach, den deutschen Gewerkschaften sagen, also heute in Gewerkschaften gibt es Generalstreik in Solidarität mit den Portugiesen. Das ist sicher nicht sehr einfach. Aber was wichtig ist, ist, dass zum Beispiel zum Anfang Portugal, Irland und Griechenland einen zusammen Generalstreik machen. Wir haben das schon mehrmals in Europa breit diskutiert. Es ist nicht sehr einfach. Weil in Griechenland, also eine Gewerkschaft ist an der Sozialdemokraten nahe und die andere der griechische Kommunisten. Also mit denen können wir gar nicht mehr reden. Also mit Irland sind die Sachen noch einfacher. Aber Portugal und Irland einen Generalstreik zu machen, müssen wir auch in Portugal unsere Gewerkschaft überzeugen, dass wir das können machen. Und wenn es keine Öffnung gibt und wenn jetzt die Linke endlich europaweit nicht versteht, dass sie zusammenarbeitet, dann machen wir den Rechtkräften einen sehr tollen Gefallen. Und unter Linke verstehe ich in Portugal alle Parteien, die gegen die Troika sind. Weil wir heute in Portugal sagen das also, okay, links und rechts ist, wer dafür oder gegen die Troika ist. Weil man kann keine sozial und auch keine sozialdemokratische Politik haben mit dieser Sparmaßnahme, mit dieser Ausbeutung und mit dem radikal und antisozial Prozess. Und was in Griechenland passiert, also es sind nicht nur zwei Parteien, es sind drei Parteien, also die demokratische Linke, also Syriza und die Kommunistenpartei, die zusammen in einer Umfrage sogar 40% hatten, ist leider sehr schade, weil
die Rechtspartei, die kann auf 30% haben und da kommen sie nicht 100 Parlamentarier mehr, aber 50 Parlamentarier mehr. Also das ist die echte bürgerliche Demokratie. Also man hat 30%, aber man kommt gerade mal den größten Teil von dem Parlament über. Nur zum Ende und dann, ich glaube, nachdem muss ich nichts mehr sagen. Also was uns freut und auch, ich möchte euch das sagen, wie es für mich wichtig ist, aber ich würde sagen, gestern starb ein großer Genosse von uns, ein größter Referential vom linken Europäismus, er hieß Miguel Portas, er war europäischer Parlamentar, einer, der immer in unserer Partei sagte, dass wir eine europäische Vision von der Krise müssen haben, dass wir eine europäische Vision von den Kämpfen müssen haben. Und auch einer, der immer die kulturelle Differenz versteht, aber der auch immer sagt, also wir können klein in Portugal sein, aber wir sind noch kleiner allein in Portugal. Und ich kam heute auch, wie schwer es mir fiel, heute zu kommen und nicht in Portugal zu bleiben, weil unsere Partei jetzt ein paar Trauertage hat. Wir haben alle unsere Initiative haben wir fallen gelassen, kam ich gleich, weil ich weiß, Miguel wollte, dass ich komme und dass ich hier auch mit meinem verrosteten Deutsch irgendwie an der europäischen Linke und der europäischen Genossenschaft helfen könnte. Und so kam ich heute Morgen, gehe ich morgen wieder, dass mit glaube ich, den Tag erfüllt, dass wir eine europäische Vision der Krise haben und dass wir auch eine europäische sozialistische Vision Europa haben. Danke.